Damit herzlich willkommen zu einem Stream, der wirklich bietet. Aber was? Ja, das darf, glaube ich, jeder für sich selber herausfinden. Würde ich mal so sagen, oder? Ja, was anderes darf ich jetzt auch nicht mehr sagen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, Hallöchen zu unserem recht spontanen Stream, den wir gestern zwar angekündigt haben, aber nicht um wie viel Uhr? Ja, das stimmt. Und wir haben auch nicht gesagt, dass wir definitiv streamen. Genau, wir hatten nur mal angedeutet, dass wir eventuell dann so streamen. Und ja, jetzt sind wir wohl hier. Vielleicht werden Personen von Daddys geslappt. Zum Beispiel? Ja, aber nachdem ich gerade eben erfolgreich meine Projektarbeit abgegeben habe und somit mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, dachte ich mir, es tut jetzt ganz gut, mal ein wenig sich in die Welt der digitalen Medien zu werfen. Ich denke, das ist auch ganz nett für dich, einfach mal um jetzt abzuschalten. Weißt du, was geil wäre? Wenn unsere Tische nicht so, wie sie jetzt sind, aneinander sind, sondern so angeschrägt. Das heißt, wenn der Tisch hier so abgeschnitten wäre und deiner so und die dann so aneinander liegen würden, dass wir uns so immer noch angucken können beim Reden. Weißt du, was ich meine? Wenn der Tisch? Also wenn es quasi so ein V bilden würde. Du sitzt da und ich sitze da. Ach so, ja. Dass man sich noch so ins Auge gucken kann, wenn man sich erschießt. Weißt du, was das Problem daran ist? Wir haben Monitore vor uns sitzen. Oder stehen. Ja gut, mein Setup würde sowieso jegliche Sicht blockieren. Und du bist zu klein. Genau. Ja, cool. Hätten wir das auch geklärt? Hätten wir es auch geklärt, genau. Die Deje bleiben so, wie sie sind. So, und ich werde jetzt das Intro starten. Ja, mach das. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Bis gleich. Bis gleich. Pause und let's go. Ah! Was war das denn? Bitte klippen und das Klingelton machen. Danke. Oh Gott. Oh, oh. Fuck, das war ein Horrorsound. Ja. Oh. Oh, mein Gott. Oh. Das ist der Kickball, ich schwör's dir. Och Leute! Was ist denn jetzt los? Don't smoke jetzt, sonst endet ihr wieder wie Hammer. Ja.
draußen sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss bei diesem Intro immer lachen, bei der Stelle, wo du lachst. Das ist so ansteckend, jedes Mal. Meinst du die Stelle, wo ich lache wegen dem Emoji mit dem Taschentuch? Wegen dem Taschentuch, ja. Ja. Herrlich, jedes Mal. So, wir schalten rüber in 3, 2, 1. Hallo. Guten, schönen, guten Sonntagabend. Ja, da sind wir wieder. Mensch, ein gute wie. Wir haben... Warum ist das hier ein bisschen zu hell? Huch. Ja, dann mach dich dunkel. So, soll ja ein entspannter Sonntagabend-Stream sein. Ich wirke heute so orange. Also von dem mal unabhängig. Naja. Wir haben gerade eben noch, um das mal als erstes vorweg zu erwähnen, wir haben unseren YouTube-Kanal endlich mal aufgeräumt. Und ja, danke, Intro. Und haben jetzt endlich mal die Demo-Sachen, die wir gespielt haben, hochgeladen, zumindest Enshrouded und Sky. Wir haben die letzten Streams, die wir gestreamt haben, jetzt da als VOD verfügbar. Haben das jetzt auch sortiert nach Livestreams, Games, dann den Dedo-Sachen und allem anderen. Ja, und das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil ich freue mich tatsächlich, dass das jetzt ein bisschen Form annimmt. Wir müssen gucken, wie wir das auf Dauer machen. Tatsächlich hat sich die Variante... Wir nehmen am Dedo die Games einzeln auf, sehr bewährt, weil dadurch musst du nichts schneiden, nichts rendern. Mhm. Jo. Und ihr findet ihn unter youtube.com/@hasencave. Warum auch immer YouTube da jetzt ein Ad vorpackt, vielleicht nur für die Leute, die nicht so cool sind. Ich meine, wir haben mehr Videos als Abonnenten, von daher... Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch noch nie bei YouTube irgendwo so ein Ad mit dabei gesehen. Na gut, die meisten größeren Channel haben halt einen direkten Link. Also von daher. Nee, also Sascha zum Beispiel hat auch ein okay. Ad dabei. Ich gucke jetzt mal bei Gronkh. Ja, der gut. Ja, auch er hat ein Ad dabei. Also scheinbar hat sich YouTube gedacht, wir packen jetzt vor jedem Namen ein Ad. Weil es besser ausschaut oder was auch immer. Aber wenn du youtube.com/Gronkh eingibst, landest du trotzdem bei ihm. Ich gehe mal davon aus, dass du bei allen das Ad weglassen könntest. Vermutlich, ja. Ich guck mal gerade. Sascha. Sonntag 18 Uhr mit eurem Verschwörer. Ja. Nee, bei Sascha geht's nicht. Oh, okay. Also nur die richtig krassen Hasen. Anscheinend. Hm. Weil bei Gronkh steht zwar auch Ed Gronkh, aber tatsächlich muss man das anscheinend nicht eintippen bei ihm. Oh. Naja. Was auch immer YouTube da gemacht hat, keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind jetzt cool und haben auch ein Ad. Because why not? Genau. Und das Problem ist halt bei Twitch, dass die VODs halt wirklich nur für 10 Tage gespeichert werden. Und weil wir dann doch gerne mal in alte Sachen reingucken, haben wir gesagt, na komm, dann fangen wir jetzt an, die Sachen automatisch nach dem Stream, also nicht automatisch, wir müssen es anhauen, aber dass wir die Sachen halt hochladen zu YouTube. Das ist quasi... Ja, theoretisch macht das Twitch zu YouTube, ne? Also man kann genau. Da so einen Knopf drücken und dann macht das. Du kannst die wie ODs exportieren und kannst sie quasi direkt dann bei YouTube hochladen lassen. Mhm. Und dann müssen wir quasi nur noch das in die passende Playlist packen und das Ganze dann veröffentlichen. Und das ist, sag ich mal, vom Zeitaufwand her noch möglich. Hält sich im Rahmen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir das so. Und wie gesagt, die Dedo-Games würde ich dann weiterhin einzeln aufnehmen. Und wird sie dann einfach hochladen. Mhm. Ja. Klingt gut. Ja. Finde ich, sollten wir weiterhin so machen. Ja. Genau. Und du?
Ich weiß nicht, wir könnten theoretisch ins Spiel schon gehen oder wir könnten ein bisschen quatschen, wie du möchtest. Oder in ein Spiel gehen, wie auch immer. Mir ist das relativ. Da wir aber heute zwei Sachen auf jeden Fall zocken wollten, können wir gerne zeitnah anfangen. Mhm. Dann haben wir nach hinten hin mehr Zeit. Ich meine, ja, unser Biorhythmus ist jetzt endgültig zerschossen, nachdem wir heute um 11 Uhr oder so aufgestanden sind. Ja, das stimmt. Das Fiese ist, morgen müssen wir dann halt früher aufstehen. Ich auch. Ja, dann rip my brother. Mhm. Hallo Phil. Hallo Pfanne. Hallo Pfanne. Ein schöner Shipping-Name der beiden. Ja, finde ich auch sehr schön. Ich guck mal gerade, ob ich uns ein bisschen gesünder aussehend bekomme. Mach das. Standardzustand, Farbe. So vielleicht? Müsste sich gleich aktualisieren. No? Okay. Pfannen sind toll, weil daraus gibt's Essen. So sieht's wohl aus, ja. Man kann damit Leute verprügeln. Auch das ist eigentlich voll gut, ja. In der Zombie-Apokalypse könnte es durchaus eine gute Waffe sein. Jetzt haben wir's, oder? Entschuldigung. Ich glaube, ich bin wirklich rot im Gesicht. Das ist das Problem einfach. Aber ja, Pfannen sind toll. Aber nur wenn du so eine gute gusseiserne Pfanne hast, wo du jemanden so komplett wegprügeln kannst damit. So ja. Warm wieder. Also ich habe wieder eine kurze Hose an, aber ich glaube, ich strahle einfach von meinem Orange zu sehr ins Gesicht. Beziehungsweise ich habe so einen Filter, glaube ich, drauf. Warte mal. Das kriege ich hin. Ich verstehe das nicht. Du streamst 2 Tage hintereinander, änderst nichts am Setup und es sieht komplett anders aus. Vor allen Dingen bin ich so hell jetzt. Also mein Bild ist so extrem hell. Ja, weil du weiß bist. Ja, aber mein Bild ist extrem hell im Gegensatz zu deinem. Finde ich. Ich kann nicht auch dunkel machen. Das ist gar kein Problem. Warte mal. Das bist so ein Ticken dunkler. Ja, stimmt. Sieht vielleicht etwas natürlicher aus. Ja, Licht schmicht. Es braucht doch keiner. Tja. Ja, deswegen mal gucken. Sollte jetzt aber eigentlich passen. Enshrouded braucht übrigens noch 80 Minuten, bis es zu HD verarbeitet ist. Okay. Der Stream von Cities Skylines 2 braucht noch 12 Stunden, bis es verarbeitet ist. Läuft. Krass. Naja, was sonst? Hauptsache, wir haben jetzt die wichtigsten, oder die, die ich zumindest noch hatte, jetzt zu YouTube exportiert. Oha, YouTube, ey. Ja, ist echt so. Normal. Normal, Bruder, normal. Was ich noch gucken wollte, mir fehlte nämlich noch ein Video, das könnte ich gerade mal exportieren zu YouTube. Wie lange geht der? 43 Minuten. Ja, genau, das ist der Rest. Exportieren. Hallo, Miki. Hallo, Miki. Teil 2. Ich muss mal gucken. Entschuldigung. Alles gut. Wie läuft dein Zoo? Oder unser Zoo? So, dann läuft er durch. Was bietet der Stream denn? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Genau das. Alles, was ihr wollt und noch viel mehr.
So, also, sollen wir direkt ins erste Spiel starten, weil ich habe auf beides Bock. Ja, können wir gerne machen. Super. So, wir würden nämlich heute aus organisatorischen Gründen mit We Were Here anfangen, damit das nicht immer so ausartet mit The Finals. Oder was heißt immer, aber so wie gestern. Was mietet der Stream eigentlich? Ja. Ich habe vorhin Zwergpinguine gekauft und baue aktuell an ein Kleingehege für, ja, mal schauen, was ich so will. Ein kleines Gehege, das heißt, du brauchst auch kleine Tierchen. Oder wenige, je nachdem. Ich guck mal gerade was nach. Mhm. Oh, so. Ich mach schon mal das Spiel an. Ja, ich nehme mir mal ein bisschen Sättigung raus, weil das Orange ist in Real Life halt echt nicht so krass. Ja, das passt so. Ja. Achso, oh, da müsste ich in der Vorschau das Bild kleiner machen, damit ich. Kannst du einfach pausieren. Stimmt. Das kann ich auch tun. So als. Hab bisher Quokka, Koala und Zwergpinguine. Quokka. Quokka sind cool. Klingt nach Knuddelmasse. Ja, Quokkas sind cool, weil die sehen immer aus, als würden sie lächeln. Deswegen wollen ganz viele Leute mal mit denen Bilder machen. Aber ich glaube, das waren Quokkas. Das sind richtige fiese Viecher. Weil wenn die Kinder haben oder sowas und die riechen Gefahr, dann schmeißen sie ihr Kind dem Jäger vor, um selber dann sich den Arsch zu retten. Ja, aber ganz ehrlich, würde ich auch machen. Ich kenne eigentlich kein Tier, was das macht, außer ein Quokka. Gib's zu, würdest du auch machen. Ja, aber ich bin ja auch kein Quokka und alle Leute lieben Quokkas, weil die so freundlich aussehen, aber die sind eigentlich gar nicht freundlich. Die haben nur diese Maske auf. Ich meine, ja, es macht Sinn, wenn sie sich selber, also wenn sie ihren eigenen Arsch retten, können sie halt nachproduzieren, aber es halt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich halt, wie gesagt, noch nie in der Tierwelt irgendwie mitbekommen, dass irgendwelche Tiereltern das machen. Ach, du stellst schon? Ja, einmal gucken. So. Ich bin schon drin und bin bereit. Die grinsen immer so freundlich, weil die miese Schelme sind, die ganz genau wissen, wen sie auf dem Gewissen haben. Ja. Huch. Ach so. Wir hören uns jetzt im Spiel. Das müssen wir nochmal. Also ich höre dich nicht. Oh Mann. Warte mal. Ich muss nochmal. So, Settings. Audio. Voice. Du hast schon Voice Chat auf 0. Achso, das war noch ein Bug. Wenn wir ingame sind, dann geht er doch auf 0 dann. Achso, oh ja, stimmt. Miki hat anscheinend eine gute Quote. Ja, ich bin gerade dabei. Supi. Übrigens, wir bräuchten noch einen Thumbnail Artist, was sich jemand bereit erklären möchte. Wir haben nämlich so gar keinen Bock, Thumbnails zu erstellen für die Streams, weil das so viele sind. Das ist einfach faul. So. Ich bin gespannt, wie lange wir für den nächsten Level brauchen werden. Also ich würde jetzt auch anpeilen, dass wir das nicht irgendwie bis 10 Uhr oder so zocken. Mhm. Hab gehört, Anne ist begabt, was Kreativität ist und so, dies, das. Ja, das Problem ist, Anne hat Real Life. Und viel zu tun. Deswegen, ja. Ich meine, dasselbe Problem haben wir ja auch. Ey, ich schneide und mache gern Thumbnails, aber gerne, wenn ich Bachelor fertig habe erst. Was? Aber ja. Natürlich. Das Problem ist, danach wird dich wahrscheinlich der Job sehr einnehmen. Aber... Warten wir mal ab.
Ich würde ja sagen, ich kann eure Thumbnails machen, aber das wollte ich nicht. Wir haben tatsächlich für die, also ich könnte das auf YouTube sehen, wir haben für Demo und für Live, also für Sachen, die wir quasi im Livestream gezockt haben, haben wir jetzt quasi schon mal zwei Vorlagen. Und wir haben uns das versucht, so zeiteffizient wie möglich zu machen, dass wir das halt trotzdem pflegen, ohne dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir würden das ja gern kontinuierlich machen, aber wir sind halt auch realistisch, wenn das nicht einfach und schnell geht, dann schleift es irgendwann. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Weg gefunden. Mhm. So, ich wechsle einmal rüber. Was gab's eigentlich zu futtern heute? Bei mir gab's Wraps. Bei mir gab's Hähnchenschnitzel selbst paniert mit Kartoffeln und einer Soße. Ach, da musste ich wieder die. Ich wechsle mal gerade Game. Achso, ja. Und ich würde das einmal aufnehmen, weil wir das andere ja auch aufgenommen haben. Stimmt. So, also. So, hallo YouTube. Hallo. Willkommen zur zweiten Aufnahme von We Were Here. Geil, ich hatte einen Döner. Auch nicht schlecht. Alter, ist das laut. Es gab übrigens gerade die Frage, was es zu essen gab heute bei den Leuten. Und jemand hat einen Döner. Ich erfriere. Nein. Erste Reste von gestern und dann Möhreneintopf. Okay. Ja, du hattest gesagt, du warst beim letzten Mal auf einem Schachbrett oder irgendwie in der Nähe bei einem Schachbrett. Ja, mein Level besteht quasi aus einem Schachbrett. Mhm. Okay, in der Pause, die wir hatten von We Were Here, habe ich darüber nachgedacht, dass es eventuell sein kann, dass die Bücher, die wir letztens gesehen haben, die Schritte auf dem Schachbrett sagen. Ja, also beschreiben. Bitte? Die Bücher, die ich hier rumliegen habe, könnten die Schachbretter oder die Bewegung auf dem Schachbrett darstellen. Ich finde Schach schrecklich, by the way. Ich habe es auch mal versucht zu lernen. Ich weiß nicht, war auch nicht so meins. Hast du bei deinem Schachbrett irgendwelche Symbole oder Farben? Ja, Mann. Bist du ein Schachbrett-Fan? Ich erfriere auf jeden Fall gerade. Okay. Also ich habe Figuren, weiße und schwarze. Ja. Wer hätte es gedacht? Sehen die Figuren irgendwie komisch aus? Haben die Symbole drauf? Irgendwie sowas? Nee, das sind ganz normale Schachfiguren mit Reiter und Turm und König. Okay. Und Bauern, allem. Ganz normal. Also ich habe hier gerade einen Generator angemacht. Ja. Okay. Also ich kann die... Oh mein Gott, ich glaube, ich erfriere wirklich. Okay. Ich kann mich mal wieder null erinnern, was man da machen musste. Kann ich mich irgendwo hier auftauen? Oh mein Gott. Was denn? Ich habe eine
eine Filmrolle hier und die nennt sich World's Greatest Chess Moves. Oh, okay. Das ist gut. Ich glaube, ich erfriere auf jeden Fall. Dann mach mal. Aber ich kann sie leider nicht sehen. Also... Warte. Ich kann anscheinend... Oh. Warte. Okay. Dame nach E5, alles klar. Warte, passiert was bei dir? Ja, ich erfriere. Also ich sehe quasi nichts mehr. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ah, okay. Hä? Warte. Ich glaube, das wird mehrere Versuche brauchen, I guess. Also. Warte. 1, 2, 3, das fünfte. Das muss ich mal aufschreiben, sonst funktioniert das nicht. Das ist cool, ich sterbe mal. Ja, das wird mehrere Versuche brauchen, aber was sollen wir machen? Weil es zeigt mir... Ach, scheiße, ich bin nicht so gespannt. Du hast weiß und kannst du beides bewegen? Ja. Okay. Aber komischerweise wird gefühlt beim dritten Schritt alles zurückgesetzt. Vielleicht weil es nicht richtig ist. Das ist möglich, ja. Ich sehe nichts. Also ich stelle mich mal gerade gegen die Wand. Guck mal bei mir, wie viel ich sehe. Oh. Mhm. Aber der Generator läuft doch. Das müsste doch hier warm sein. Was soll das? Sicht ist gerade, wie wenn Eltern den Weg zur Schule beschreiben, ja. Okay, warte mal. Der macht einfach kalt und nicht warm, Plottwist. Ja, genau. Das wäre es ja noch. Oh no. Ja, nun. Pass auf. Der macht einfach kalt und nicht warm, Plottwist. Pass auf. Ich kann noch in dem Raum hier bleiben. Ich muss nicht rausgehen. Okay, dann probier das. Bleib mal. Ich probier, ob ich das hier festmachen kann. Mhm. Oder ob ich das jetzt... Ich kann die Spule nicht bewegen. Ich, wenn Heizung nicht an ist am PC. Ja. Also muss ich rausgehen. Hi, Nuken, ja, musst du. Hallo, Nuken. Ich bin draußen. Okay. Kannst du immer noch nicht machen? Jetzt geht's. Okay. So, dann beeilen Sie sich. Ich probiere. Aber allein die Geräusche sind schon kalt. Okay.
Okay, probier mal den weißen, also von der Reihe innen, also die zweite, sagen wir mal. Bitte? Es sind ja zwei Reihen da. Von den weißen? Ja, von den weißen, die genau, oberste Reihe. Genau, es gibt vorne die Reihe, da sind Bauern. Genau, den fünften, eins nach oben. Von welcher Seite? Von links oder von rechts, der fünfte? Von links. Ach, scheiße, warte mal. Von links, so dass du auf dem weißen eins oben bist. Und den schwarzen gegenüber, so dass du auf dem schwarzen eins oben bist. Eins hier war es. Nee, also so, dass sie sich gegenüberstehen. Also ganz gegenüber? Ja. Dann setzt er das zurück. Dann setzt er das zurück? Wenn die sich komplett gegenüberstehen, dann setzt er das zurück. Nee, tut er nicht. Alles klar. Okay. Dann den sechsten aus der hintersten Reihe von links. Drei diagonal nach links. Ja. Und den von dem schwarzen. Von der zweiten. Moment. Sag vordere oder hintere Reihe. Moment. Die vordere Reihe. Ja. Zweite, eins nach vorne. Der zweite, eins nach vorne. Hat sich zurückgesetzt. Zweite von links. Zweite von links. Vorne heißt vorne die Bauern, ne? Ja. Ja, nee, hat nicht geklappt. Okay. Hä? Den sechsten. Also ich kann das gerne nochmal reproduzieren. Die ja. Sechsten stehen sich gegenüber. Nee, war das der Sechste? Der Fünfte. Ach, verdammt. Die Fünften stehen sich gegenüber. Okay. Die Fünften stehen sich gegen... Hallo. Entschuldigung. Hier geht alles am Arsch. So, also 1, 2, 3, 4, 5. Nach vorne. Und der sechste geht dann drei diagonal. Drei diagonal nach links, genau. 1, 2, 3. So, und jetzt auf der schwarzen Seite. Der zweite. Von links. Und von links geht. Der Bauer. Ja, der Bauer geht eins nach vorne. Nö, dann setzt er es zurück. Also der zweite, also... Der zweite von links, das was ich hier sehe, ist der zweite von links, geht eins nach vorne. Ja, aber von links hast du die schwarzen oben oder unten? Oben. Okay, wahrscheinlich sprechen wir von dem falschen links. Okay. Weil ich gehe immer zu der Reihe, wo ich gerade spiele. Ach so. Ja... Also hast du die weißen unten? Die weißen sind unten, die schwarzen oben, genau. Okay, dann müssen wir das gleich nochmal probieren. Ja, warte, ich muss gerade mal... Weil ich sehe gerade einen Scheiß. Okay, dann versuche ich gerade so schnell wie möglich, Bevor ich zu Tode friese. Okay. Ich glaube, ich hab's. Okay. Dann muss ich nur noch einmal sterben. Ja. Ja, und sonst so? Okay. Das Ding ist, wenn ich links oder rechts sage, dann gehe ich immer davon aus, dass schwarz oben ist. Okay. Die Info fehlte mir, weil ich habe ja das Schachbrett in 3D vor mir. Ja. Und laufe ja dann quasi da hin und her. Hast du Zahlen nebendran? Ah, nein. Scheiße. Nein. Shit, dann bringt mir das nichts. Ich muss halt zählen. Menno. Weil du musst dir vorstellen, auch das Brett ist am Rand relativ verschneit. Ja. Naja, war ein schönes Leben. Zwei.
Schach ist mir zu kompliziert. Ja, ist so. Ich wusste gar nicht, dass man beim Schach immer stirbt. Schach-Hardcore-Mode oder was? Ich muss halt jetzt gucken, dass ich dir erkläre, wie viele Schritte du gehen musst. Das ist echt ätzend. Ich hasse Schach. Also wenn ich eine Figur auswähle, dann sehe ich auch, wo sie lang gehen kann und wo nicht. Okay. Also ich sehe quasi ein Muster, wenn ich zum Beispiel einen Reiter habe, der kann ja, ich glaube, der geht einmal nach links und dann zwei nach vorne oder sowas. Oder einmal nach rechts und zwei nach vorne. Also was ich hier sehe, ist halt einfach, du gehst immer eine Richtung. So. Are you ready? Ja, glaube schon. So, ich mache erst den Generator aktiv. Warte. Achso, ich kann. Oh, ich muss ja auch wissen, welche. Oh, das ist immer so schön. So, jetzt habe ich den Generator an. Den du wahrscheinlich brauchst für dein Filmzeug. So, der fünfte war das, ne? Genau. So, der fünfte und der fünfte. So, der sechste, 1, 2, 3. So, bei den schwarzen. Ist es der zweite? Von links. Von links? Ist der zweite, der geht zwei nach vorne? Der geht zwei nach vorne. Nö, hat sich wieder zurückgesetzt. Kann das sein? Warte, der zweite... Oh, warte mal. 5. 6, 2. Geht ein nach vorne. 2, 3, ja. 4. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also den... Wo sind wir jetzt? Der zweite von links ging ein nach vorne. Dann der sechste, weiß, geht... Von links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Geht 3 nach links, die geht diagonal. Das geht nicht. Wie geht nicht? Du meinst den Bauern? Ich meine Schachfigur. Ja, aber es gibt doch zwei Reihen von den Weißen. Ja. Welche meinst du? Warte mal. So, das ist die erste Reihe. Die jetzt noch erste. Gut, könnte auch Schachnotation noch stehen, ja. Die erste Reihe, die erste. Die Weißen sind unten bei dir. Ja, die erste Reihe. Okay, die erste Reihe. Der kann höchstens zwei nach vorne gehen. Das ist ein Bauer. Ich hasse die Spiele jetzt schon. Also die vordere Reihe kann nur nach vorne gehen. Na, also die dahinter, die Reihe. Das ist doch die erste, oder nicht? Ja, aber... Warte mal. Das ist kein Bauer. Das ist ein... Weiß ich nicht, was das ist. Irgendwas mit einem Ritter oder so. Aber dann kann es nicht der sechste sein. Weil der sechste, den haben wir gerade eben schon bewegt. Den haben wir schon bewegt? Ja. Was steht denn jetzt? Oho. Also, es müssten jetzt... Zwei Weiße, wenn wir den einen schon bewegt haben. Schrei bitte nicht so. Entschuldigung, wenn wir den einen schon bewegt haben. Dann müsste der doch jetzt ungefähr in der Mitte links stehen. Ja, tut er auch. Okay. Danach habe ich ja den Schwarzen eins nach vorne gepackt. Ja, warte. Oh mein Gott. Mir helfen ja gar nichts, dass ich mir was ich hier aufgeschrieben habe. Also. Genau, dann hast du den Schwarzen nach vorne gepackt. Dann müssen wir den König einmal zwei nach rechts bewegen. Zwei nach rechts? Ja. Den Weißen? Den Weißen König, genau. Den Weißen König. Kann ich nur eins nach rechts oder eins nach vorne packen aktuell? Weil der steht noch an seinem
Platz. Das ist der vierte, ja. Eins, zwei, drei, vierte. Nee, das ist die Dame am vierten Platz. Ach so, das ist die Dame. Dann pack die Dame dahin. Aber ich kann auch die Dame nicht bewegen, weil sie noch eingekesselt ist. Also irgendein Schritt fehlt da noch. Kann aber nicht sein. Die Dame geht bei mir zwei Schritte nach oben, dann kommt ein Reiter vom Schwarz raus und dann geht die Dame nach oben. Nope, das geht nicht. Ja, dann stimmt ja das ganze Ding hier nicht. Also, wir machen das nochmal von vorne. Also, der bei den Weißen, der fünfte von links. Ja. Geht zwei nach vorne. Ja. Der gegenüberliegende Schwarze geht davor, quasi. Jetzt kann ich den nicht auswählen. Warte. Die Dame kam schräg raus. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Also, beziehungsweise das steht hier auch so. Ich konnte sie nicht anwählen. So, also. Weiß und Schwarz stehen sich gegenüber jetzt. Ja, genau. So, jetzt nehme ich den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von links. Neben dem König und packst den einmal 3 nach vorne, 3 diagonal. 1, 2, 3. Dass er das. Genau. Dann den zweiten von links, den schwarzen. Genau. Einen nach vorne. Einen nach vorne, genau. Das nimmt er auch. Und was ist der nächste Schritt? Warte, also. Ich muss gerade selber mal gucken. So. So, dann hast du den nach vorne geholt. Dann müsste die Dame 2 nach rechts. Diagonal, also so quer nach rechts. Genau. Ja. Und dann hast du einen oben in der zweiten Reihe, aber in, ganz. Bei den Schwarzen. Genau, bei den Schwarzen, da ist so ein Reiter, glaube ich. Den ja, von links. Der wievielte? Der zweite. Du hast vorher den Bauern da rausgeholt. Ja. Wo soll der hin? Der soll Warte. Nach rechts? Der soll auf neben dem Bauern auf das weiße Feld. Auf das rechte weiße Feld. Ja. Springer, Entschuldigung, ja. Und die Dame ist doch jetzt bei dir Schwarz oder die weiße? Die weiße Dame. Weiße Dame? Ist draußen, oder? Ich glaube. Die müsstest du dann einmal nach oben bis zu dem ersten. Ich bin tot. Oh no, ich will das nicht nochmal machen. Neben den Bauern sind nur weiße Felder. Ja, es waren auf links und rechts weiße Felder. Das heißt, die Info hat mir nichts gebracht. Ja, okay. Ich kenne mich mit Schach so überhaupt nicht aus, deswegen kann ich dir nicht sagen, wo was ist. Oder welche, was, wie, wo hin darf und nicht hin darf. So. So, let's go. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 5. Zack. 1, 2, 3. Dann kam der nach vorne. Dann sollte die Dame, glaube ich. Ja. Zwei nach vorne. Zwei nach diagonal, rechts. Ja. Dann der Springer neben dem Bauern, aber rechts neben dem Bauern. Jawohl. Und die Dame muss dann noch geradeaus nach vorne auf den Bauern, oder was das ist? Der Wien hat sich zum Glück alles gemerkt, der macht jetzt wieder mehr. Die Dame, ach, das ist die Dame. Genau, die du jetzt gerade rausgezogen hast. Ja. Und die geht einfach geradeaus auf den. Das ist ein Bauer, glaube ich. Ja. Einfach da drauf. Ach, ja, okay, es hat funktioniert. Ich glaube, wir haben es. Ja. Ich habe gerade zwei. Es fehlte also nur noch ein Schritt. Wow. Ja. Fuck. Ja, cool. Oh. Schäfer matt, glaube ich. Okay. Ja, was auch immer. Schach ist mir zu hoch. Dito. Okay, ich bin jetzt vor einem Feld. Das hat 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 Felder. Ja. Und anscheinend, wenn ich aufs Falsche drauf gehe, kommen Stacheln raus. Das sind die Bücher, oder?
Hier ist ein Kompass auch, wo ein Buch draufsteht. Und in dem Buch stehen Zeichen drin. 5 Stück insgesamt. Ja. Vielleicht kannst du damit das passende Buch zuordnen. Ja, was hast du denn für einen? Also, ich habe zuerst ein... ein Pfeil nach unten mit einem X drin. Ja, warte, ich such gerade. Pfeil nach unten mit einem X drin. Sieht das könnte aus? Auch ein Fuchskopf sein. Ja. Mit einem Strich unten. Ja. Dann kommt ein Pen. Ja. Ja. Dann kommt ein Räuber. Ein Räuber? Also ja, der hat so eine... der oben ist so ein Kreis mit einem Strich durch. Ja. Dann geht nach unten so ein Teil mit dem Bogen unten durch. Ja. Und dann geht so ein trauriger Mund noch durch. Ja. Danach kommt eine jubelnde Person mit einem Riesenpen. Ja. Und ein Haus, was sehr erstaunt ist. Ja, okay, das habe ich. Das Buch führt mich zum Glück. Okay, before one starts in the east, take one step westward. Then start by taking 2 steps north. Okay. Also warte mal. Bevor im Osten starten. Also, ja. Ein Step west. Genau. Dann ja. Startest du, indem du 2 Schritte nördlich machst. Eins, zwei. Nee, das... Oh Gott. Hä? Oh Gott. Was denn? Warte mal, ich muss... Eins... Oh Gott, der zählt halt wirklich die Schritte, glaube ich. Oh. Ich muss wirklich genau machen, was im Buch steht. Okay. Fuck. Okay, ich habe im Osten angefangen, bin einen Schritt nach vorne, nach links und dann nach vorne. Nee. Was? Nee. Before one starts in the east, take one step westward. Das erste Feld ist der erste Schritt, okay. Oh, ja. Okay. Oder nicht okay? Schade. Hast du was ausprobiert? Ja. Okay. Aber guck mal, wenn ich das nicht in der richtigen Reihenfolge mache, dann werde ich gestachelt. Ja. Ich muss mich erst vor das Feld stellen, dann gehe ich nach links, dann... Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Was denn? Was machst du denn? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, cool. Lol, das Buch ändert sich, wenn wir es nicht schaffen. Nicht im Ernst. Doch. Oh Gott, deswegen habe ich so viele hier. Deswegen kannst du nicht Trial and Error machen. Okay, welches hast du jetzt? Fuchspenen. Warte. Pene? Also so wie eben auch? Erstmal Fuchspenen. Ja, nee, oder? Aber ein Fuchs, der glücklich ist, der seine Arme nach oben streckt. Ist kein Fuchskopf, ist ein ganzer Fuchs. Ja. Also fröhlicher Fuchspenen. Also, nee, warte. Ja. Ganz am Ende ist ein Alien auf dem Schiff. Ja. Und links davon ist ein glücklicher... Kronleuchter. Ja. Okay. Nee, kein Kronleuchter, aber so ein Kerzenständer. Und mittendrin ist irgendwie so jemand, der keine Beine hat, sondern nur ja. So ein... Ja, okay. Problem ist hiermit. Starting from the far east after moving 2 steps north. Okay, ich habe far east angefangen, Osten, und ich wurde gestachelt. Ah, shit. Welches Buch hast du jetzt? Dasselbe, okay. Hier steht... Starting from the far east. Oh, scheiße, warte mal, ich muss mal. After moving 2 steps north. Das heißt, du musst eigentlich 2 Schritte. Ich kann es gerade nicht so drehen, dass ich es lesen kann. Du musst 2 Schritte nördlich gehen, um dann. Nee, ich wurde gestachelt.
Ich habe ganz im Osten angefangen. Okay. Hast du ein neues Buch? Nee. Ich lese es mal ganz vor. Ja. Starting from the Far East, after moving two steps north, head two steps towards the west. Was? After? Ja. Also, ja, genau. Das heißt, ich muss in der Mitte anfangen? Nö, okay, das ging auch. Du musst zwei Schritte nördlich gehen. Neues Buch. Was hast du? Fuchskopfpenen. Fuchskopf. Fuchskopfpenen am Ende Haus. Erstauntes Haus. Also wieder das von vorhin, oder wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich. Ja. Also bevor du... Moment, ich muss drehen. Bevor du im Osten startest, nehme einen Schritt westward. Ja. So. Habe ich getan. And then start by taking two steps north. Dann startest du, indem du zwei Schritte nördlich gehst. Habe ich gemacht. Take one more step north, but not before moving one step west. Also einen west. West. Und dann einen nord. Einen nord. So. Ja. Go west some more till one hits the wall, then head straight for the door. Also nach Westen? Ja, some more till one hits the wall. Also bevor... Also hab's geschafft. Okay. Sehr gut. Oh, hier ist eine Tür aufgegangen. Oh Gott. Oh, das ist sehr dunkel hier. In der Tür. Ich gehe da nicht rein. Ich gucke erst mal, wo du landest. Okay, also ich habe vor mir. Ja. Die können auch nicht einfach schreiben, geh links, rechts, geradeaus. Nee, geh links und geradeaus, aber vorher musst du noch bei Lidl einkaufen und dazwischen musst du noch Oma besuchen. Ist halt echt so. Ist echt so. Und das nennt sich Rätsel. Also, ich habe vor mir eine Scene. Da steht Scene 1. Ich habe 6 Hebel vor mir, die ich offensichtlich bis auf den ersten alle benutzen kann. Ich glaube, ich muss in diese Tür rein. Ha? Die Tür ist zu. Shit. Oh, ich bin in einem Theater, warte mal. Welcome to tonight's feature show. Okay. Oh, du siehst das, was ich dir präsentieren werde. Welcome to tonight's feature show, ja. Alles klar. Ich setze mich mal ganz hinten hin. Ich komme nicht mehr hoch. Doch. Ich setze mich mal ganz hinten hin, weil ich weiß nicht, was hier kommt. Vielleicht erschießt du mich oder so. Nein, 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 nein. Also ich muss tatsächlich dir anscheinend eine Szenerie bauen. Scheinbar, ja. Genau, wieso gibt es nicht einfach einen Knopf und wenn man den drückt, hat man das Spiel gewonnen. Das, was sie jetzt macht, ist cool. True, das war cool. Okay. Okay. Okay, kannst du bei dir noch irgendwas machen? Hier ist es sehr dunkel, deswegen sehe ich nichts. Ich habe hier zwei Türen. Oh, ich kann die Tür aufmachen. Das war nicht so, wie ich dachte gerade. Ich dachte... Warte, ich habe zwei Türen. Ich gehe mal ra- Oh, ich bin auf der Bühne. Und hier ist eine Falltür und die ist, geht nicht auf. Ich muss... Dito. Du machst mir jetzt das Bühnenbild? Fragezeichen. Ich mach dir das Bühnenbild, ja. Ich habe hier noch ein Grammophon. Passiert bei dir was? Verdammt. Okay, ich habe hier ein Grammophon. Das sagte gerade an, there once was a castle filled with life. Also du brauchst eventuell einen... Ich habe ein Castle, ja. Ja, dann bräuchte ich das mal. Und einen König.
Ja, mach mal. Oh, ich bin auf der Bühne. Ja. So hoch ich? Ja, aber ich glaube, ich kann dir das erst geben, wenn ich die Szene richtig habe. Das ist das Einzige, was ich habe. Also das Einzige, was ich machen kann, ist diese Figuren und diese Dinger. König ist aber nicht live, Alter. Ja, also ich kann die quasi hin und her bewegen. Ja. Mit so, wie so Hebeln, die ich drehen kann. Und dann bewegt sich das Bühnenbild hier in meinen Kammer nach links oder nach rechts. Okay, ich sehe hier gar nichts. Also ich hab ja, schon klar. Ist ja auch in der Vorbereitung erst. Achso. Nee, also ich brauche auf jeden Fall ein Schloss mit Leben. Also mit vielen Figuren. Ein Schloss mit vielen Figuren? Ja. Aber das ist auf der Seite. Okay. Okay, ich versuche mal gerade was. Ja. Oh, es wird dunkel. Oh, wie süß. Es hängt, hängt es? Aber jetzt muss ich... wo ist das hin? Hä? Es ist bei mir. Ist bei dir ein Schloss? Nein. Menschen? Ja, bei mir ist so nah ein Typ und eine Frau. Okay, das hat anscheinend geklappt. Aber die hängen halt hier an der Seite und ich weiß nicht, ob die vielleicht nicht ein bisschen weiter... Ach lol, die Bühne ist vor mir. Ja, ich bin auf der Bühne. Lol, warte mal. Ist was zu dir gekommen? Ich habe was gehört, aber es ist noch nichts gekommen, nein. So, nee, warte mal. Kannst du... Oh, da ist ein... Was ist das? Das ist ein König, glaube ich. Realization.mpv. Kommt die ganze Zeit ein Geräusch, das klingt wie ein iPhone weg. Okay, also pass auf. Du hast jetzt einen König... Nee, einen König? Mhm. Und drei People. Aber du solltest den König gar nicht bekommen. Nee. Fuck, bewegt er sich? Nee, nicht mehr. Da kommt was. Da... Jetzt ist der König zur Seite fast weg. Jetzt ist er weg. Ja, sehr gut. Kannst du oder... Also ich habe hier drei Schienen und die Menschen sind auf der letzten Schiene. Ich glaube, da sollte das Schloss hin, oder? Nee, ich glaube, das muss in die Mitte bei dir. Kann sein. Aber die Menschen sind auf der letzten Schiene, wie gesagt. Ja, das kann ich, glaube ich, nicht beeinflussen. Achso. Okay, aber du hast jetzt die Leute. Genau, ich hatte die... Die sind ganz am Rand. Die sind ganz am Rand, hinten. Warte, bewegen die sich jetzt? Ja, ja. Die bewegen sich weiter in die Mitte. Das Schloss schien auf der... Schien. Ist das auch in der Mitte? Das ist gerade nicht mehr da. Aber es war in der Mitte, ja. Warte. Und der König war in der ersten Schiene ganz vorne. Nee, so rum muss ich drehen. Nee, jetzt ist der König da. Ach, hau ab, König. Wir sind noch nicht ganz da. Ja, ja. Ist es mittig? Nee, ist nur ein Torbogen. By the way. Oh, okay. Es wird dunkler. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, vielleicht. Nur vielleicht. Ich geh mal zur Seite. Okay. Was war denn? Mein Blickwinkel hat sich weiter verdunkelt und hinter mir hängt eine Hexe. Oh, das heißt, du stirbst, wenn ich nicht schnell genug das Bühnenbild, Das kann es sein, ja. Hey, ich kann dich jetzt zweimal sterben lassen. Vielleicht ist die böse Hexe... Ja, weiß ich nicht. Die hängt an Seilen. Hallo, böse Hexe. Oh, je weiter ich zu ihr gehe, desto weniger sehe ich. Ah ja, okay. Hat sich an dem Grammophon was geändert? Nee, es... Ist der Torbogen und die Figuren beieinander? Nein, der Torbogen ist von meiner Seite aus links und die Menschen sind rechts. Aber in der Mitte ist die Falltür. Okay, ich drehe mal gerade an was. Hm? Tut sich was? Torbogen geht nach links weg.
Jetzt geht er, ja? Ja, passt. Oh shit. The Marionette finished the scene. Okay, egal, das kriegen wir hin. Oh nein. Wir müssen von hier anfangen. Was ist denn hier? Das 5x5 Feld. No. Boah, wie mies ist das denn? Boah, das ist echt mies. Okay. Welche Dingens hast du? Glücklicher Fuchs. Ja. Penen mit Schlüssel, der rauskommt. Ja. Und am Ende ist so ein Typ auf dem Schiff und davor freut sich der Kerzenständer. Ja, okay. Irgendwann merkt man sich's. Warte. So. Also, starting from the far east, after moving two steps north. Also du sollst erst zwei Schritte nördlich gehen und dann startest du quasi from the far east. Nö. Ich starte in der Mitte und gehe nach vorne quasi. Und da werde ich schon zerstachelt. Oh, warte mal. Ja, warte. Ich lese das mal ganz vor. Ich glaube, ich habe es falsch rum verstanden. Starting from the far east, also ganz westlich. After moving two steps north, head two steps toward the west. Also du sollst östlich starten, zwei Schritte nach Norden gehen. Östlich wurde ich zerstachelt. Jetzt haben wir ein anderes Buch. Fuchskopf, Penen und am Ende ist das erschrockene Haus. Ach, warte mal. Das ist das, was wir hatten, ne? Ja. Das fing hier an, das ging hier und dann ging's hier. Das ist wie wenn man auf. Ich glaube, dann ging's hier und dann ging's hier und dann ging's da. Hast du geschafft? Jo. Nur dann. Das ist wie wenn man auf zu vielen Seiten nicht das gleiche Passwort hat, ja? Okay, also das ist auf jeden Fall das Königreich. Ich geh mal rein. Du hast das Königreich jetzt bekommen. Ja, was ist da? Und was brauchst du noch? Laut dem Grammophon? Ganz viel live. Warte. Ich mach mal das Grammophon gerade an. Once was a castle filled with life. Ja. Ein Schloss mit Liebe gefüllt. Jo. Kommt sofort. Ist da? Die Menschen sind noch ganz rechts. Jo, jetzt sind sie eher mittiger. Hat sich was getan? Die Marionette ist näher gekommen. Oh. Also die ist jetzt gekommen. Ich sehe das Schloss nicht. Du siehst das Schloss nicht? Nein. Also den... Oh lol, warte mal. Wie zur Hölle, warum ist das zurückgekommen? Die Marionette kommt immer näher, je mehr Fehler man macht, glaube ich. Jupp, ich glaube auch. Warte mal, ich versuche mal das Schloss zu dir zu schieben. Ja. Ja, jetzt sind beide da. Ich guck mal, ob das Grammophon was sagt oder ob es noch nicht... Ich habe hier einen Hebel für Scene 1. Ich glaube, ich muss das erst fertig haben. Was musst du? Ich muss die Szene erst fertig haben. Ach so. Dann betätige ich einen Hebel und dann prüft es quasi, ob es richtig ist. Ach so. Ist es denn mittig jetzt? Die sind beide nicht ganz mittig, aber... Es ist jetzt mittiger. Mittiger, ja. Ist jetzt beides mittig? Nein. Was nicht? Die Menschen sind nicht im Torbogen. Ich nehme mal an, die müssen im Torbogen sein. Okay, die Menschen waren, glaube ich, ganz rechts der Hebel. Mhm. Jetzt besser? Sind näher, aber nicht zusammen. Ja, jetzt müsste der Torbogen noch ein bisschen nach zur Mitte. Nee, andere Seite. Ja. Ja. Ich glaube, das passt. Ich hoffe, das passt. Ja. There once was a castle filled with life. So. There once was a castle filled with life, sagt er.
Nochmal. Ja, und jetzt geht's zum Grammophon. Ja. Ach so. Und dort lebte ein König mit seiner Frau. Okay, König mit seiner Frau. Frau ist quasi Queen? Yes. Frage okay. ist, brauchst du das Schloss noch? Das Schloss ist noch bei dir vorne. Nein. Nicht mehr bei dir, meine ich. Nein, genau. Die Marionette kommt näher. Oh, kommt sie doch? Ja, ich sehe sie nämlich. Also, sie nimmt mir meine Kommt das Sicht. Schloss? Ja, Schloss ist da. Nicht mittig, aber es ist da. Sag, wenn mittig ist. Ah, nochmal. Nochmal. Ja, mittig. Super. Dann kriegst du von mir jetzt noch eine Frau. Geil, ich krieg jetzt eine Frau. Kommt die Queen? Ja, die Queen kommt. Sag, wenn sie am Schloss ist. Eins weiter. Ich kann sie nicht weiter drehen. Dann passt das, glaube ich. Okay, dann kommt jetzt noch der König hinterher. Jo. Ja, der König ist da. Sind beide neben dem Schloss quasi, also neben dem Torbogen. And there lived a king with his wife. Blöde Marionette. So. Was brauchst du jetzt? Alle waren happy und alles war gut. Echt jetzt? Ja. Soll ich nochmal gucken? Alle waren... Also das Grammophon hat das jetzt gesagt. Ja, ja. Okay, weird. Ich glaube, das waren die Peoples. Ich schieb dir mal die Peoples rein. Ja. Sind mittig. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Auch wieder? Nein, das war's nicht. Mit dem Schloss vielleicht? Das ist möglich, ja. Wenn ich ein bisschen nach vorne gehe, dann kann die Marionette mir nicht so viel. Aber wenn sie näher kommt, kann ich nicht mehr weitergehen. Ja, ja, klar. Schieb dir das Schloss rein. Jo. Ja, noch eins. Jo, passt. Nein. Okay. Bleib da hinten, du blöde Kuh. Alle waren happy. Vielleicht brauchen wir jetzt auch noch König und Königin. Oh ja, das kann sein. Fuck. Königin müsste... Guck mal, ob die kommt. Ja, sie kommt. Jo. Oh Gott. Wir sollten ein bisschen schneller machen. Ich ja, ich beeil so mich. Wir sehen nicht mehr so viel. Oh Gott, sie steht schon da unten. Kommt sie? Der König kommt, ja. Noch eins? Ja. Ja, passt. Jawohl. All were happy and all was good. Passiert was? Passiert nichts. So, und jetzt? Was? Until the King was? Nochmal. Until the King killed all he could. What? Nee, das Schloss ist weg. Böse. Was hast du jetzt da? Die Menschen. Ohne Schloss. Ach so. Oh, fuck. Das Schloss muss, glaube ich, drin sein und die anderen... Also das Schloss muss mit dem König draußen sein und die anderen sollen... Was hast du jetzt bekommen? Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Ja, den King mit... Schwert. Okay, dann brauchst du wahrscheinlich das Schloss aber wieder. Ja, und alle anderen müssen weg. Ja, aber das Schloss geht nicht. Das Schloss ist in derselben Schiene wie der König. Nee, wir hatten doch gerade eben beides.
Nee, aber der König mit dem Schwert ist in der Schiene mit dem Widerschloss. Ah, okay. Oh, oh. Ja, das ging nicht. Warte mal, die Königin? Nee, der König ist weg. Bei dir? Ja, der König ist weg. Ja, dass das Schloss kommt. Schloss ist da? Ja. Jo, passt. Nee, das war's noch nicht. Nee, du musst die, die Königin und die Leute wegmachen, glaube ich. Oh Gott, sag mir mal, wenn sich die Leute bewegen. Ja. Ja, bewegen sich. So, und die Königin. Ist das die Königin? Ja. Oh Gott. Ich sehe noch weniger. Ich sehe auch weniger. Das war's nicht. Shit. Oh no. No, no. Oh. Ja, das macht Spaß. Das Buch. Das Buch, Thaddeus, das Buch. Welches hast denn du? Oder gehst du jetzt einfach so da durch, weil du Brain bist und dir das merken konntest? Nee. Ich hoffe nur, dass das richtige Buch kommt. Das ist alles, was ich will. Theaterkarriere wird also nicht bei euch. Nee, scheinbar nicht. Okay, also was wolltest du zuerst haben? Das Schloss. Achso, du bist schon, ja. Ja, Schloss und Leute. Ich vergesse immer, was was ist. Das ist ein großes Problem. Schloss und Leute. Schloss müsste kommen. Ja, Schloss ist mittig. So, und die Leute sind... Ich glaube, das hier. Nee, das ist die Dame. Verpiss dich. Das ist die Dame, meine Königin. Ja, das sind die Leute. Noch ein bisschen. Noch eins. Jo. Nee, irgendwas fehlt noch. Nö. Hä? Ach so, vielleicht... Nee, das war's doch, oder nicht? Ah. Wow, echt jetzt? Jetzt muss ich dir die Sachen... Gesundheit! Mahlzeit! Wiederschieben. Ja, musst du. Scheinbar muss ich das... Kommt das Schloss? Nein, es kommt gar nichts. Fuck! Du scheiß Hexe, geh doch mal, Mann. Kommt's jetzt? Nein, das ist der König. Och, verpiss dich. Die blöde Hexe ist schon wieder da. Oder die Marionette. Schloss. Sag mir, wenn mittig. Jo, mittig. Jemand im Publikum hat gefurzt, ist ja ekelhaft. So, und die Peoples, ne? Ja. Das war gewiss diese Hexe, die da rumhängt. Peoples so, da? Ja, Peoples da, Peoples mittig. There once was a castle filled with life. So, und dann brauchtest du... Warte. Castle. King with his wife. Ja. Okay. King with his wife. Yes. Schloss kommt. Ja, ist mittig. Super. Olle müsste kommen. Nee, jetzt kommt Olle. Olle ist da. Ist, passt, ja. Und König. Jo, passt. Alle waren happy und alle waren und alles war gut. Also brauchst du wieder einmal Schloss. Yes. Schloss,
hier, Wife. Sag, wenn da ist. Schloss ist nicht da, aber der König ist schon mal da. Okay. Schloss kommt jetzt. Das König. Yep, passt. Dann die Frau. Ja. Und noch die Peoples. Party People. Noch eins. Genau, passt. All were happy and all was good. Until the king kill all he could. Okay, aber die Figuren haben sich diese Szene nicht zurückbewegt. Nee. Das heißt, ich schiebe dir einfach den hier rein. Ja, schieb mir den mal rein. Ja, 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 der ist jetzt im Torbogen drin. Aber du musst, glaube ich, du musst den König noch rausschieben, den anderen. Den König? Ja, den anderen König. Bewegt er sich? Ja, der bewegt sich. Jetzt ist er weg. Super. Ja. Oha. Voll das brutale Schauspiel. Es ist noch nicht vorbei. Standing in blood, he proudly said. Hm? Standing in blood, he proudly said. Also er sagte stolz, als er im Blute der Leute steht. Okay, das heißt, du brauchst den König mit dem Schwert wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch noch das Castle. Ja. Und das Blutlicht brauchst du. Das Blutlicht? Ich habe hier ein rotes Licht tatsächlich. Okay, und das Schloss brauchst du noch. Ah, das Licht musst du... Ah, ja, das musst du wahrscheinlich schieben. Kommt das Schloss? Das Schloss ist nicht da, nein. Hab nix. Ach nee, das Schloss war das hier. Ja, jetzt kommt's. Ja, und jetzt musst du das Licht wahrscheinlich noch schieben, das ist... Warte. Jetzt ist weg. Jetzt ist da. Okay. Nee, das geht nicht. Nee, du musst das schieben, glaube ich, oder? Ich kann das nicht schieben. Ich habe nur 5 Regler. Okay, dann schieb mal beides nach links. Was denn? Die Sachen. Den, ja, und jetzt dann den König noch. Hab ich? Ja, der König hängt noch in der Mitte. Nee, der bewegt sich nicht. Ach, der andere König ist das. Der andere König, ja, genau. Der mit dem... Nee, andere Seite. Nochmal. Geht nicht. Geht das nicht? Muss doch gehen. Hängt der fest? Nee, mach nochmal. Probier nochmal, bitte. Was denn? Den König zu schieben. Ach, warte mal ganz kurz. So lange hab ich nicht so weit. Ja. Ich hatte nämlich, glaube ich, den König hier noch... Ich versuche den König mal zu schieben nochmal. Ja. Nee, andere Seite. Oder ja. Wir müssen den anderen König nehmen. Ich schieb den mal gerade raus. Ja, probier's mal. Ist er raus? Ja, ist raus. So, der andere König kommt. Mhm. Ja, noch ein bisschen. Ja, jetzt. Nee. Muss der... andere König sein. Okay, ich schiebe ihn noch mal raus. Schiebe ich ihn raus? Ja, du schiebst ihn raus. Okay, und jetzt schiebe ich dir den anderen noch mal rein. Ja. Den kannst du nicht weiterschieben, ne? Versuch mal gerade das Schloss noch mal wegzuschieben. Schloss war, glaube ich, das. Ja, hier. Und jetzt versucht mal den König zu schieben. Nee, passiert nichts mehr. Da muss das Licht geschoben werden, aber wie?
Ich kann halt leider nicht hier weg, weil je weiter ich an diese Marionette komme, desto schneller bin ich tot. Kannst du immer noch nicht schieben? Nee, ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nur diese Regler. Das schaffen wir schon wieder nicht. Nee. Ach, das ist doch Kacke. Was sagt die Dingens nochmal? Das Organigramm da, der Plattenspieler. Dass er im Blute der Leute steht. Ich komme jetzt leider auch nicht mehr an das Grammophon dran. Okay. Ja, weiß ich nicht. Hat jemand einen Tipp? Mach mal Licht an. Nee. Licht an? Ja. Wir hatten das schon mal, ne? Dass du das in die Mitte geschoben hast und dann das Licht dann gemacht hast. Und probier's nochmal. Was denn? Schieb's nochmal zurück, das Schloss. Das Schloss. Nee, andere Seite. Ja, so. Und jetzt nochmal. Probier's nochmal. Triggern? Ja. Nee. Scheinbar nicht. Einfach nochmal. Hallo Becky. Hallo Becky. Braucht ihr nicht nur den König? Meinst du? Ach so. Du meinst, ich schieb mal das Schloss zurück? Ja. Ist weg? Ja, das ist weg. Ach so, ich muss den König noch ins rote Licht schieben, ne? Mhm. Die andere Seite? Geht nicht. Nee, dann musst du vielleicht den anderen König nehmen. Ohne das Schloss. Okay. Ist er raus? Ja, ist raus. Okay. Anderer König kommt. Ja. Sag Stopp. Eins noch. Stopp. Tatsächlich. Oh mein Gott. LOL. Ich komme hier nicht rein. Bin ich jetzt tot? LOL, was? Nicht dein Ernst. Die Scheiß-Dingens ist aufgegangen und ich kam da nicht rein und dann hatte die Marionette irgendwas gesagt und dann war ich tot. Wow. Oh nein. Ja, das Leben ist unfair. Ja, das stimmt, Vicky. Ab jetzt würde ich mein Geld zurückverlangen. Wir haben dafür nichts bezahlt. Das ist ja das Gute. Aber jetzt wisst ihr ja, wie es geht, ja? Ja, ich hoffe nur, dass das Buch wieder kommt, weil ich habe keinen Bock, die anderen Rätsel zu lösen. Dup, 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 dup. Bin da. Ah, ja. So, holy shit. Ich finde das Spiel toll, ist doch gut, wenn es schwer ist. Ja, es darf nur nicht so zur Frustration kippen. Ja, das stimmt. Okay, also du brauchst erstmal das Schloss. Warte, ich... Mach das Grammophon. So. Ach so. Jetzt. So, hier. Dein Schloss. Vielleicht seid ihr einfach nur zu doof. Weißt du was? Die kacken. Ist da? Mitte, ja. Okay, Peoples waren, glaube ich, das hier. Ich wäre aber nicht unfair, ist gut. Sind Peoples? Ja, Peoples. Und okay. Peoples sind jetzt in der Mitte. Super. Scene 2. Achso, jetzt brauchst du wieder das Schloss. Schloss, mit People den und King und Queen. Alle? Ja. Oh, okay, Schloss. Ist da? Ja. Du musst mir das sagen, weil ich sehe das nicht. Also ich habe kein Feedback dafür. Achso, ja.
Der King ist da und passt. Aua. Queen kommt. Passt. Und dann noch die Bibel. Party People! Ja, da kommen sie. Uhu. Jo, passt. Passt? Jo. Nee. Oh, People weg? Oder? Ich kann nicht die Scene bestätigen. Dann mach mal die People weg. Kann das sein, dass es ohne People? Ja, das war doch jetzt seine Frau und er. Ach, stimmt, ja. Ach, Hasel. Entschuldigung. So, People weg. Jetzt kommen alle. Sag ich doch. Weißt du was, Anne? Die kacken, ey. Also lebt die Queen doch noch, ja. So, was jetzt? Alles zusammen. All were happy, all was good. Okay, also. Ja, kommt. Das Schloss kommt. Ist mittig. Der König kommt. Der passt. Die Queen kommt. Oh, die passt jetzt. Und die Party Peoples kommen jetzt auch. Jo, passt. All were happy. All was good. So. So, until the king killed all he could. Das heißt, der King mal weg. Schloss King. Genau. King ist weg. Boah, die Leute müssen sich doch abfacken. Immer dieselbe Show. Ja, King kommt. Also der ist auch in der Mitte jetzt. Until the king killed all the so, und jetzt brauchst du Blattlicht und den King, ne? Ja, genau. Ich glaube, das war der andere, oder? Ich meine, es war der. Aber das Licht ist da vorne. Ja, ist egal. Michael Jackson ist auch nicht tot, der ist nur heimgegangen. Ja. Okay, ja, dann war es der andere. Wäre schön, wenn man auch Amayas Sicht hätte. Ja. Ja, gut. Aber andererseits, bei den anderen Rätseln war meine Sicht, glaube ich, spannender. Das stimmt. So, Ja, alle weg. King brauchen wir jetzt. Doch, wenn er im Roten ist. Noch eins. Ja, ist drin. So, und jetzt ab in die Luke. Kann ich in die Luke rein? Ich weiß nicht wieso. Okay. Kann ich in die Luke rein? Musst du vielleicht den King wegmachen? Hä? Hä? Was? Ich komme auch nicht in die Luke rein. Die Luke ist weiß. Also meine ist offen, aber... Meine ist auch offen. Und ich kann hier auch was auswählen, aber irgendwie auch nicht. Interagieren mit E, F? Ne, E, glaube ich. Nee. Hä? Ah, ich konnte jetzt durch. Ah, jetzt kann ich auch durch. Hallo, bist du das? Dreh dich mal um. Ja! Hasse! 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 Lass uns raus hier. Ja, weg hier. Da tut nicht. Warte mal. Ich geh nochmal zurück. Bei dir war das gerade offen, oder? Geh mal durch. Oh, es kann nur einer raus. Oh no. Ja, gönn dir. Okay. Hasse. Tschüss. Worst friend ever, get out and left your friend behind. Oh. Es gab bestimmt einen anderen Weg, um das zu lösen. Have we been here before? We were here. Ja, krass. Mehrere Endings. Oh nein. Oh, ich dachte, jetzt müsste einer raus, um draußen was zu rätseln.
Und damit der andere dann rauskommt. Okay. Nun, ja. Gut. Danke. Danke dir. Fürs Zurücklassen. Danke fürs Rauslassen. Ja, kein Ding. Hä? Okay. Das war ein Ende, was ich nicht so erwartet habe. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, kommt draußen dann noch irgendein Rätsel, wo man dann den anderen rauslässt. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, schönes Spiel. Ja. Ja, doch. Also die Rätsel sind teilweise echt knackig, aber es könnte daran liegen, dass wir doof sind. Geh du durch. Okay, geht. Ja, danke fürs Zurücklassen. Ja, ich wollte mich nur aufrichtig bedanken. Ja. Ja, dann, sag ich mal, tschüss YouTube. Ja, ciao. Ich freue mich auf We Were Here Together. Es gibt Together und We Were Here Too. Ja, das Together habe ich schon, deswegen würde ich das eher erst spielen. Okay. Aber ja, da kannst du mich dann zurücklassen. Nein, das nächste Mal schaffen wir das gemeinsam. Ja. Gut, dann, tschüss YouTube. Tschüss. So. Erst two. Weiß nicht, ob Story relevant ist, die Reihenfolge. Okay. Das wäre jetzt irgendwie doof. Ja, wir schauen mal. Ja. Wir schauen mal. Aber tatsächlich eine sehr schöne Idee, auch wenn die Rätsel schon echt knackig sind teilweise für mich. Ja, ich fand die jetzt auch nicht unbedingt einfach. Sagen wir es mal so. Ja, krass. Okay, einmal aus. Musik wieder an. Okay, dann müsst ihr auch mal zusammen die The Room-Reihe spielen zusammen an einem PC. Okay, an einem PC? Die. Okay, also. Wir hatten bei dem einen oder anderen Rätsel auch unsere Problemchen. Die ist schwer. Nee. Also, ich fand das noch hier gerade so an der Grenze, wo man irgendwann eine Lösung findet und das dann, ne? Aber. Aber wenn es dann zu schwer wird, dann finde ich das zu. Also dann macht es keinen Spaß mehr. Weil du dann halt nur noch frustriert bist. Ja, das stimmt. Und gerade bei einem Spiel, was du dann streamst oder aufnimmst, ich glaube, das ist uncool. Ich glaube, das macht dann wenig Spaß. The Room ist aber cool und man kann Tipps nehmen. Ist scheinbar aber kein Koop-Ding, ne? Also deswegen wahrscheinlich an einem PC. Das kann sein, ja. Nee, deshalb an einem PC. Ja, okay. Ja. Ja. Die positiv, also die Rezensionen sind durchweg positiv. Ja, weil es alle schlaue Leute sind. Sind alle nicht so doof wie wir. Ja, das stimmt. Bist du auch schon so müde? Gerade habe ich einen Anflug, deswegen würde ich gleich gerne kurz ein Päuschen machen. Mhm. Bevor wir gleich zu The Finals übergehen. Ja. Würde mir ein Energie holen und würde einmal fett Frischluft reinlassen. Ich glaube, das ist, that's the way. Ja. Ich habe das auch gespielt und ich bin ein Dulli. Ja, aber vielleicht bist du ja, was Rätsel angeht, kein Dulli. Wir wieder in einem Escape Room. So. Ja, der Escape Room war auch wild. Die Brille. Nö, die Brille, die lässt sich nicht abnehmen. Ja, weißt du, dann hätten wir die halbe Bühnenshow darunter gerissen, wäre auch wieder falsch gewesen. Ja. The Finals, oder wie ich es nenne, Piu, Piu, Ping, Ping. Ja, für ist auch ein Dulli, ja, da habt ihr euch ja gefunden, wa? Ja.
Das kenne ich. Dolly Forever. Ja. Lass uns dumm sein. Das war keine fucking Kinderstärke. Vielleicht bist du einfach ein Lauch. Schön, wie sie aber auch sagen, ja, selbst, also alles, was ihr entnehmen könnt, könnt ihr mit der Stärke eines Kindes. Also entweder war das so ein Hulk-Kind. Du bist ein Fötus. Entweder war es ein Hulk-Kind oder sie hat uns angelogen. Ein Hulk-Kind. Ein Hulk-Kind. Ich habe übrigens tatsächlich bei Steam gesehen, dass du Waffenlevel bis, glaube ich, Level 10 oder so war das. Nee, 5 Level. Oder 5 Level und so ein paar andere Sachen auf jeden Fall behältst ins bis zum Final Game. Da steht in Steam drin, oder in dem Steam-Beitrag von der Beta steht drin, was du behältst. Für schwächelt einfach nur, ich gebe dir gleich ein Fötus. Nee, danke. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, bis jetzt lebt es sich ohne Kinder ganz gut. Wählt man Skins und Level? Skins, glaube ich, ja. Du kannst, also alles, was du, glaube ich, kaufst, behältst du. Irgendwie so war das, warte mal. Deswegen sagte David eben so zu mir, ja, oh, nix behalten, dann geht kaufen, kaufen. Genau, kaufen, sage ich, kaufen. Ja. Ich guck mal gerade. Also, pass auf. Contestant Progression. The free open beta battle pass will include 16 exclusive rewards that, if unlocked, will be transferred to the full game at launch. Item progression will include 5 mastery levels per weapon. League progression 5 leagues, bronze, silver, gold, platinum and diamond will include permanent rewards for each tier, along with an exclusive legendary diamond weapon skin reward for contests who reach diamond tier. Ja. Ich würde sagen, passt. Klingt gut. So, kurzes Päuschen. Energie, Frischluft, Bibi-Pause und... Und dann ja. Machen wir wieder den Drittplatzierten. So sieht's aus. Ich glaube, heute werden sehr, 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 sehr viele Leute spielen. Ja, wobei, gestern war ja Samstag, ne? Also heute ist Sonntag. Leute müssen Samstag auch noch arbeiten. Ja. Heute ist Sonntag, Sonntagabend. Bitch, please. Wir werden sehen. Wir werden sehen, gemeinsam mit euch. Gleich hier in Hase Cave. Du, Werbung. Ich schalte keine Werbung. Ja, zum Glück. Ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Klick. Und ein bisschen Jazz auf die Ohren.
Thank you.
Hallöchen. So, ich bin bereit. Ich bin in Form. Ja, ganz enorm. Ich auch. Ich bin nur hier gerade ein bisschen mich noch am... organisieren. Ja, genau. Das ist gar kein Problem. Ich schalte schon mal rüber. Ach was. Hallo. So, haben wir ja einen neuen Outfit. Ja, ich habe nur den Pulli ausgezogen, weil es wurde warm. Und ich glaube, während der Finals wird es noch wärmer. Also von daher... Ja. Eigentlich doof, wir müssten immer nur die Tür vom Gaming Cave aufmachen, damit die ganze Bude beheizt ist. Eigentlich ja. Deswegen wäre es schlauer, wenn die Rechner nicht hier stehen, sondern nebenan. Was ist das für ein Merch? Lass ich gucken. Ah, das ist von einer Band. Die Lane. Die Lane, genau. Die gibt es so in der Besetzung, wo dieser Merch rauskam, nicht mehr. Bisschen alter Merch, sagen wir es mal so. Die Band an sich gibt es noch, aber nicht mit der Dame, die da drauf ist. Genau. Ah, nice. Ist also kein, also ist ein Musikmerch. So. Are you ready? Ja, ich denke schon. Welche Konstellation machen wir heute eigentlich? Weil einer muss ja immer verzichten. Also, wenn ihr wollt, kann auch ich verzichten, dann könnt ihr für einen anderen mitspielen. Ich würde dich auch machen lassen. Wie gesagt, wir können ja auch mal durchwechseln oder so. Für und ich haben uns auch Merch gewöhnt. Haben den neuen Hoodie von TJBB. Was? Klär die Dummen auf. Oh, ist das irgendwas von Tuttle? Ja, warte mal. Was ich nämlich sehr interessant finde, ist, wenn ich immer meine... was? Jetzt wird Werbung vor den Streams gezeigt. Was? Ja, gut. Hier, da zeigt mir an, dass wir mittendrin Werbung machen sollen, wenn die nicht vorher machen. Nein. Ja, da steht schon in den Startlöchern. So wie bei Counter-Strike. Entschuldigung. Nee, was wollte ich sagen? Ich habe so eine Playlist, wo unter anderem halt auch so YouTuber-Songs mit dabei sind, hier von Julian Bam und so weiter und so fort. Und Spotify hat so ein Spotify-Smart-Shuffle-Ding und da wurde mir, glaube ich, auch von denen ein Lied reingehauen, aber das war irgendwie so, es hat mich angeschrien und ich dachte mir so, wow, okay, was ist da los? TJBB macht halt Baba-Musik, achso, ich wollte gerade nachgucken. Ob die das waren. Ich war vollkommen geschockt, weil ich war so voll in meiner Arbeitsweise, hab so ein bisschen nebenbei so Musik gehört und auf einmal schreibt mich irgendwas an. Ich so, boah, okay, was ist das? Beast Boy, ja. Ja. Ja, das, der Song Gut, Besser, Ich, der kam dann immer in meine Playlist. Jetzt weiß ich auch wieso. Wenn ich Julian Bam da drin habe und Naomi John und so, dann wird auch Tuttle da drin sein, offensichtlich. Wow. Ich habe, by the way, mein Licht ausgemacht, um es mir ein bisschen gemütlicher zu machen. Weil jetzt beginnt quasi Hasencave After Dark. Also, dann kann ich meins ja auch ausmachen, ne? Theoretisch. Dann mache ich das nochmal. So. Musst du die beiden neuen gönnen, die sind Banger. Banger. Ich weiß nicht, ob das so meine Musik ist, to be honest. Aber Dark ist schon was länger raus. Na toll. Ihr seid sie doch. Der macht ganz viel Unterschiedliches. Okay. Psycho oder Psycho-Wahnsinn, der ist top. Okay. Fast jeder Song ist was anderes. Okay, also dieses Gut, Besser, Ich ist auf jeden Fall nicht meins. Ich fühle mich da dezent angeschrien und unwohl bei.
Achso, wir haben jetzt immer noch nicht die Konstellation besprochen. Genau. Also irgendwas ist immer für einen dabei. Müsste ich mir mal die Zeit nehmen. Ihr macht das schon. Er will uns versagen sehen. Na ja, toll. Offensichtlich. Seid ihr schon so eingespielt? Naja. Eingeteamt. Ich meine, bei Anne musst du halt nicht viel machen. Da sind Amaya und ich dann eher so Beiwerk. Anne rammt und wir gucken halt, dass wir da nebenbei einfach stehen und so tun, als könnten wir was. Genau. Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir tun. So, turn the music down. Ich ramme nicht, ich pumme. Ja, okay, du pummelst. Jetzt dauert das wieder so lang, ne, wegen diesem Anti-Cheat. Wartet auf das Spiel. Mir hat eine Frau auf TikTok geschrieben, die ersten Sätze auf Deutsch und auf einmal kommt sie mit Französisch an. Ja, dann ist sie offensichtlich nicht Deutsche oder sie ist Deutsch-Französin oder irgendwie sowas. Mon amour? Je suis? Verbinden. Wie kann ich denn den Skin wechseln, verdammt nochmal? Ich irgendwie. Denken Sie an Discord. Wieso? Ach so, weil du mir meinen Sound gibst. Ja. Ja, Moment. Kein Problem. Oh. So. Man wird auf TikTok angeschrieben jetzt. Nirgends ist man mehr sicher. Ist halt echt so. 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 Noch schnell den Stream related aufmachen. Wo ist er dann da? So. Boom. Mensch, wir sind ja gar nicht rot zum Glück. Das liegt gar nicht an diesem aggressiven Rot im Hauptbildschirm. So, ein bisschen Licht beimischen. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich kenne Sie doch irgendwoher. Mhm. Sind Sie nicht die aus dem Fernsehen? Ja. Sind Sie nicht diese Tine Wittler? Aber echt Kompliment. Naja, wenn ich was kann, dann Komplimente. Jawohl! Da ist er wieder, der Pummler. Bin ich der Einzige, der verwirrt ist, dass die Riesentypen mit S abgekürzt werden und die mittleren dann mit M und wahrscheinlich dann L die kleinen? Ja, das habe ich mir gestern auch gedacht. So. Leicht, mittel, schwer. Ja, aber, ne? Ne? Ich kenne das nicht so. Okay. Wie kann ich denn ja meine Ausrüstung, wie kann ich denn diesen Skin da drauf machen? Du gehst zurück auf Bearbeiten. Unten bei deinem Charakter. Geh mit der Maus über deinen Charakter. Unten bearbeiten. Und dann wählst du deine Waffe aus. Anpassen. Und da wählst du den Skin aus. Ach, da. Ah, okay. Mhm. Jo. Ich guck auch mal gerade. Ne, der hat den Skin. Ich habe gerade übrigens auch noch mal geguckt wegen diesem, was man behält. Ja. Und man behält auf jeden Fall nicht die Waffen, die man sich freischaltet. Okay. Halt nur die Skins dafür, wenn du dir die kaufst. Ja gut, Skins reicht mir. Und ihr müsst,
noch das Spiel einmal auf Just Chatting ändern, kurz. Wir sind noch auf Just Chatting. Ne, da steht Weaver hier die ganze Zeit. Machst du oder soll ich? Oder nachher. Ja. Oder machst direkt auf Finals. Was steht jetzt da? Es steht Just Chatting da. Okay. Ihr könnt auch direkt auf Finals machen. Na und gut. Später auf Just Chatting. The Finals. Finals. Da. Bums. Sehr gut. So, steht das jetzt da? Bei dir ist gar kein Cover da. Okay, cool. Nein. Bei mir ist nichts da. Ich hoffe trotzdem, er hat es jetzt angepasst. Weil laut meiner Ansicht stimmt das. Ich guck mal noch schnell. Jawohl, schmeiß weg. Ja, bei mir sieht das gut aus. Sehr gut, seid ihr bereit? Teamarbeit. Geil, das, ja. Hey, ich hab Angst. Oh, das wird schon. Wir werden, also ich meine, ja, das wird schon. Müssten nicht jetzt chatten. Nicht. Irgendwie ist das Spiel heute leiser als gestern. Wir haben das ja auch gefühlt gestern runtergeschmissen. Nicht mal runtergeschmissen. Du bist einfach jetzt taub. Oder wo? Ach, da kommt das Piepen her. Ich frage mich, wie es dazu kam, dass man die Cashbox auf 10.000 festgesetzt hat. Damit es noch mehr aussieht als 1.000 oder 1 Euro. Ja, aber man hätte ja auch 100.000 oder eine Mille nehmen können. Das nimmt zu viel Platz weg. Die Zeichen. Also ich lasse mich für 10.000 nicht töten. Ich habe heute auch mal gesehen, dass sich das Game bei mir eine niedrige Graphic gesnackt hat. Fies. Hm. So, ja, Waffe passt. Gibt ja nur die zwei. Wie ihr so voll bunt angezogen seid, sogar die Waffen. Oh Gott. Was soll schon passieren? Ballern. Brace yourselves for the ultimate dash for cash. Baba-ballern. Baba-baba-ballern. Ready, set, chase that cash just like Scotty said. Ich glaube, der ist unten, wo? Hey. Sind das schon die ersten Leute? Oh nein. Och Leute, mein Spiel hängt, hallo? Oh Gott. Oh. Ich sehe nix. Wo? Dahin. Bring mich runter. Oh Gott. Schilde, ich bin runtergefallen. Nein, von hinten. Oh fuck. Ja gut. Das eins habe ich getötet. Das war dumm nice. Von mir. Oh Gott. Oh fuck, ja. Okay. Ich wurde in der Tat gerade geflickt. Aber ja, vielleicht hätten wir im Team bleiben sollen. Das, sorry. Ja, ist gut. Guten Tag. Guten Tag. Sind schon wieder die Ultra Rares. Immer dem Dicken nach.
Im Team ist immer besser. Ja. Oha. Ich bin einfach über den Pool, übers Wasser gelaufen, einfach wie Petrus oder Jonas. Oh Gott. Wo? Ach, da oben. Aua, aua, da hinten, aua. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter euch. Oh Gott, ja. Oh Gott, fuck, oh fuck. Er hat ganz gemütlich mir weggesnackt. Aber ich dachte, das kommt von vorne. Menno, ich wurde gemessert. I'm sure they're hoping those wipes will be few and far between. Exactly what I was thinking. Tja. Nee. Läuft ja schon mal gut. Nee, wir haben ja gesagt, wir wollen Dritter werden, nicht? Ich liebe euch! Was? Mich? Wen meinst du denn? Naja, euch halt. Nice. Oh, hier drin. Mo. Hier. Oh. Oh Gott, oh Gott. Nein! Ah, unten ist der Tresor, eins tiefer. Und einer steht hinter der Ecke. Oh Gott. Ja, moin. Ich hab gar nichts gesehen. Überhaupt nichts. Nee, das schaffen sie nicht mehr. Nee. Wesse. Ich hab gehört, wir wollen eh nur Dritter werden, oder? Ja. 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 Das ist unser großes Ziel. Wie immer gilt, der Spielspaß ist das größte Ziel. Wir müssen gewinnen! Jit! Ich war gerade in dir. Aber. Geil. Oh! Wo? Wo? Also nicht? Nach unten? The Boundless are strong-arming Vault 2. There, enemy. Oh! Oh, oh. Hinter uns auf jeden Fall. Da unten drin. Ah, nein, ich muss nachladen. Dann ist da wieder irgendein scheiß Wurzeln. Oh shit. Lol. Ach. Das wäre zu gut gewesen. Ein Jump Pad unter dem Tresor? Verhindert das dann quasi, dass du was machen kannst, oder wie? Ich glaube nicht. Wenn du halt schon da drin kannst, ist ja doof, aber. Alles muss ja Cheater. Nicht genau im Tresor stehen. Jo. Wow. Du auch? Jo. Aber ja, Anne kam schon durch die Wand. Ja, ich muss mich manchmal irgendwo rausdashen, weil ich sonst nicht mehr rauskomme.
Das ist okay. Ah. Och, ihr seid doch alle Wichser. Oh Gott. Wo denn? Ich hau ab. Ich kann nicht zielen. Seid ihr schon weg? Ich weiß weg? Gar nicht, warum wir ja, da sind. Waren. Wir müssen nicht von einer anderen Richtung. Oh Gott. Aua. 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 Ich bin tot. Wo bist du? Unten. Ihr wart auf einmal weg. Ich versuche mal Anne hinterher zu laufen, weil... Das ist ein guter Plan. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch auch nichts. Ich bin nicht rennen von der Seite, glaube ich. Immer. Lol, was zur, was zur? Töten, 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 töten. Einfach alle töten. Achso, du bist auch hier. Ich bin auch hier. Ja, ich werde aber von hinten gerade angegriffen, glaube ich. Oh, shit. Mist. Bin runtergefallen. Oh Gott. Lol, ja, was? Wir, ich bin nach unten. Oh. Thanks. Kein Ding. Achso? Ich bin unten. Achso. Aua! Ich komm's für dich. Komm mir nicht durch. Oh Gott. Warum ist denn jetzt jemand? Ah, oh, Junge. No. Hab ich dich wenigstens überlebt? Nein. Ich krieg die Krise. Warum warten da noch welche? Warum gehen die nicht einfach? Ist so. Manche oben Business. The Boundless are strong arming Vault 3. Let's go. Dang it. Ich kam nicht von der Leiter runter, um zu schießen. Shit. Ich bin, Ja, warum bin ich auch... Wieso bin ich so los? Naja, egal. Junge, was eine Action hier abgeht. Und der Tresor steht da. Hallo? Ich bin auch noch da? Ja, er wartet auf uns. Okay, wieder in die andere Richtung. Alles klar. Oh. Warum liegt das denn hier einfach? Nein, ich wollte da nicht hin. Ich wollte da gar nicht hin. Oh mein Gott. Euch auch nicht. Oh, wie fies ist das denn?
Oh Gott. Oh. Hier ist direkt der Cashout aber, ne? Hat jemand den? Ich hab den. Ja, komm ich ins Haus? Ja. Oh, fuck. Vorsicht, da sind ganz viele. Ich würde dich ja gern wiederbeleben. Nee, ich bin schon. Nein! Oh shit. Oh! Ah! Wow. Hinter dir. Ja, shit. Ja, Anne muss das wuppen. Das ist nicht so einfach. Wo sind sie denn alle? Lol, den hast du aber gut ge... Nein, Feuer! Complete team wipe for the ultra rares. An unwanted and an unwanted turn of events. Ich hab die nicht mehr gesehen, die haben sich da irgendwie alle versteckt. Ich mag dieses Prinzip, dass man alles kaputt machen kann. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, schade. Nein. Oh man. Aber Zweiter. Jo. Wir wollten Dritter werden. Jo. Nicht mal das können wir. So. Bockt. Wie viele Runden habt ihr vorhin noch gespielt? Ja, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch eine oder zwei alleine gespielt. Hm. Und gewonnen. Ja, ja. Nice. Ja, alle. Du bist normal die Gruppen am Carrion, aber mit uns, naja. Wir sind stets bemüht, ne, Hase? Mhm, bin auch stets bemüht. Direkt noch eine? Ja, natürlich. Let's go. Was ich tatsächlich mag, ist, dass das Spiel einen rewardet, auch wenn du nicht unbedingt gewonnen hast. Mhm. Das stimmt. Ja. Und ich mag das Spielprinzip tatsächlich. Ich find's auch cool. Sonst würde ich es nicht spielen. Ja, gut, klar. Ich hasse es, aber ich spiele es. Ja, das ist der typische Spielspaß, den man hat. Ich sollte nicht so gierig trinken. Das klang auch ein bisschen lebensgefährlich. Ich habe so mit so Luft mit eingesogen. Da betrinkst du doch schon so langsam. Wie kann da Luft dazwischen kommen? Gerade deswegen wahrscheinlich. Ach so. Ja, ich habe das Glas zu schnell, zu langsam gekippt beim Trinken. Aber direkt das Getränk ins Gesicht geschüttet. Ja, das passiert mir öfter, als ich das gerne möchte. Wie oft möchtest du es denn gerne? Ich habe das richtig oft bei Flaschen, dass ich das nicht raffe, dass das schon oben am Mundstück ist, das Getränk. Da habe ich den Mund noch nicht so ganz dran. Ach, schön. Stories aus dem Alltag. Ja. Ja. Ah. Jetzt geht's los.
Ach, du spielst. Hast du gerade auch schon klein gespielt? Nee. Ich habe nur gerade geguckt. Aber man könnte mal versuchen. Ja. Wieso haben wir dieselbe? Weil du dir keine Animation aussuchen wolltest, weil du gesagt hast, das findest du kacke. Ja, das stimmt auch. Ach so. Oh mein Gott! Ich bin hinterhergesprungen. Oh nein, erstmal. Warte, ich komm euch. Let's go! Nein. Genau das gleiche ist. Oh nee. Boah, die Texturen sehen so scheiße gut aus. Sich über mich wo Clip? Ist so Clip, ey. Where Clip? Ich würde gerade Clip, aber ich kann gerade nicht Clip. Föh, du musst klippen. Clip. Entdeckst du was? Guten Tag. Ach so, das ist Anne. Oh, das war Anne. Da ist ein Lilane im Haus. Da Da ist ein Orangener im Haus. Oh Gott, oh shit. Da ist ein Orangener und ein Lilaner gewesen. Mhm. Der Orangener kam dann dazu. Unangenehm. Könnt euch. Daneben. Stell dir vor, der Schwere bricht dann einfach durch den Boden durch. Kann ich, wenn ich springe und dann meinen Dash einsetze, dann dash ich durch. Ach so, du bist ein Gegner. Nein! Oh. Oh Gott. Pisser? Wo ist er? Oh. Ich hab mich erschrocken, ich hab gefettfingert. Ich hab mich selbst umgebracht. Geil, aber den anderen anscheinend auch. Nee. Doch? Doch, hier ist einer. Oh. So ein Orangener. Okay. Thanks. Oh, welcome. Oh, der wird auch wiederbelebt. Hilf mir, ich kann nicht. Ich muss nachladen. Oh. Wo ist er hin? Da ist Stecklieb. Hinter uns sind welche. Wo geht ihr hin? Hier ist der Cashout, oder? Ja, genau. Ah, ja. Hä? Ah, das ist wieder auf so einer beweglichen Platte. Da ist der Gelbe. Das ist richtig erstmal auf dieser Plattform. Fuck! Oh. Manu! Oh Gott. Oh, scheiße. Wo bin ich? I am useless. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, shabam. Oh, mein Gott. Hast du gerade zwei Leute auf einmal getötet? Ja, habe ich. Mhm. Du Biest. Oh Gott, ich hoffe nur, dass mich jetzt keiner tötet, während ich euch wiederbelebe. Okay. Danke. Ich nehme mich selbst wieder. Okay. Bin direkt bei euch. Wie zur Hölle kommt man denn auf die Plattform? Da ist ja, man muss ein Jump-Pad oder so. Genau. Jump-Pad ready. Ja. Oh Gott, ich bin auf der Plattform. Oh shit. Nein! Ich bin tot. Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Oh nein! Ich musste nachladen. Oder der Dotton ist nachladen. Bewachst du mich? Nimm den ein, ja. Nein, fuck! Ihr müsst das Ding einnehmen. Nicht mich wiederbeleben. Aber wir brauchen dich! Nein! Scheiße. Ja. Da wollten wir einmal kollegial sein. Ich bin schuld. Target Vault 2. The intonation is off for the high notes.
says they're down to just one contestant. Ich mag übrigens nicht, wie du den Clip benannt hast. Das wird noch Konsequenzen haben. Hm. Aua. Oh Gott, Plattform in mir drin. Ah! Gott. So, wo muss man hin? Also, ins Haus. Oh Gott. Ins Haus? Ja. Der Tresor ist über mir. Hä? Ach so. Aha. Oh! Oh, shit. Ich hab leider nicht das Haus getroffen. Zwei Orangen unterwegs. Und der Tresor ist unten. Ah, ja. Nein, ich bin das Haus wieder runtergefallen. Hui. Und warte, ich bin hier. Oh mein Gott, da ist jemand! Nein! Da ist, war jemand. Oh, da ist jemand! Fuck. Da war jemand. Oh, da ist jemand. Ja, ich hab den einen, hab ich platt gemacht, dann kam aber der andere raus. Und ich war, glaube ich, von dem anderen schon zu sehr putt. Jetzt aber. Das ist unsere Runde. Ah. Jetzt zeigen wir euch, wie man spielt. Oh, Feuer. Hier ist überall Feuer. Mhm. Wo ist das Ding hin? Ich weiß es nicht. Soll es auch trocken. Falsche Richtung. Hä? Ist das wieder aus einer. Nee. Ah, da oben. Warte mal. Ach, die tragen das noch rum. Das ist nicht. The Mighty have commenced a cash out. Alter! Ich bin eingesperrt. Oh, hallo. Oh, geht noch. Hallo! Alter, hier ist ja alles am Arsch. Oh! Ups. Ich sehe gar nichts. Ich hab durch deinen Kopf geschossen quasi. Ich glaube, ich hab in dich geschossen. Kannst du mich heilen? Schwein. Kann ich? Kannst du mich heilen? Oh ja, nice, danke. Dankeschön. Oh no. Manu, ich hänge fest. Oh no, das Problem ist, du bist irgendwo in einem. Nein! Ja, nein! Töten ihn! Töten ihn! Wo ist er denn? Ah! Unter dir. Ich hänge fest. Nice! Schnell, cash out! Nice. Wo? Oh Gott! Wo, wer, was, wo? Versteck dich. Ja. Fuck. Schade. The high notes are tuned into success. Great steal. Shit. Oh, das ist oh. Wir haben gleich. Boom. Shit. Ja, natürlich. Schieß ich gegen den. Hä? Wer? Ach. Shit. Verdammt. Ah, hätte ja klappen können. Scheiße. Ja. Was, wo? Ich sehe nichts. Oh, warum ist das alles so? Aber zweiter Platz, nicht dritter. Ja. Wir sind halt besser als die Drittplatzierten. Mhm. Bei mir stand gerade Halbzeit einfach. Und ich so, hä? Ich werd gerade angeschossen, lass mich. Ich muss mal klippern. 1300? Was? Hm? Hat man nicht vorher immer so irgendwie 100 VRs bekommen? Und das 1000 bekommen? 1300. Maschallah.
Was, echt? Ach, weil ich Level 5 geworden bin. Ach so, ja. Irgendwie sowas. Sexy. Geil, erstmal neue Waffe freischalten. Yes! Das sieht schon eher nach meinem Kaliber aus. Nice. Ich fand nämlich diese AKM eh schon immer kacke. So. Also ich finde, ihr habt auf jeden Fall schon zwei Kandidaten für Twitch Clips Germany. Findste? Mhm. Beide lassen uns nicht gerade im guten Licht dastehen. Das ist wohl richtig. Ich reiche den Klick, den Clip immer nur ein mit @MrsPlanlos. Mhm. Hast du von mir einen Clip, wo ich sage, dass ich das in Ordnung finde? Ja, du bist ja hier in dem Stream. Ach so. So, Emotes, warte mal. Was ist denn die Einstiegs-Emote? Da. Zeit zu schweigen, was geht ab? Ja, das bin ich. So, let's go. Freunde, wir wollen vor allem eins, verlieren. Ja, da sehe ich mich. So sieht's aus. Ja, bitte? Ich wollte gerade noch eine neue Dingens ausrüsten. Tja. Ich habe mir doch gerade eine neue Waffe geholt. Hast du die nicht ausgerüstet? Ich glaube, das kannst du gleich noch machen. Okay. Wenn du sie als... Weiß ich nicht. Okay. Hier. Du kannst hier zwischen Primär und Sekundär wechseln. Nein, ich kann nicht. Ach nein. Shit. Na egal, dann halt beim nächsten Mal. Genau. Ich hat nämlich so einen super süßen Skin, so pink mit Totenköpfchen drauf. Das ist da bescheuert. Das ist genau deins. Ja. Here we go. The Retros. The Shock and All. And finally, hallo. Das sind die High Notes. Das sind die High Notes. Hallo. Hallo. Sind wir eine YouTuber-Familie oder so? Ja. Die High Notes Vocal Coach-Familie. Ah ja. Aber total toxisch. Oh, die Waffe ist gut. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Oh no. Oh. Oh Gott. Ja, man muss sie nur noch nachladen können, ne? Scheiß Flammenwerfer-Typ. Alter, was ein Flammenwerfer? Was ist denn mit ihm? Oh lol, den habe ich noch getötet. Nein, den nicht mehr. Schade. Da war wohl Action los gerade. Schmeiß mich weg. Ich kann mich wiederbeleben. Ich hasse meine Kollegen. Ihr macht das super. Ich bin so stolz auf euch. Wie auf eigene Kinder, die ich nicht habe. Wo sind die denn? Ich sehe es nicht. Mein Gott. Ich bin wirklich blind. Ich sehe es nicht. Oh no, ich... Unten ist auf jeden Fall, sind welche. Ach, da oben. Oh, Junge, irgend so ein Kack-Sniper. Soll ich mal um seinen engen Scheiß kümmern? Ich würde einen Orion nehmen. Wenn das logistisch möglich ist. Ich auch. Mit Double Cream. Bitteschön. Danke. Leute, Oreo mit nicht? Geil oder nicht geil? Habe ich schon nie probiert. Ja, auch noch nicht. Noch nie? Nee. Nee. What? Achtung, das Loch. Gut, dass du es sagst. Er kriegt die Krise. Da ist noch einer. Oh Gott. Nein. Wieso haben wir immer Meme? Ach, da ist noch einer. Ja. Oh man. Warum sind wir dumm? Das ist eine berechtigte Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, weil ich es nicht weiß. Okay. Aber wir sind ja auch die High Notes. Die High Notes, die fliegen halt schon mal raus. Mhm. Ich finde dafür, dass du mit deiner schweren Klasse eigentlich zu schwer sein solltest zum Laufen,
Hä? Ich sehe nichts mehr. Ist er da? Ist er weg? bist du meistens schneller als wir gefühlt? Ja, ich dachte mir halt mal. Oh Gott. Hilfe. Ah, genau, erstmal nicht nachladen können. Fuck. Ach, nein, Mann, ich kann nicht nachladen. Diese scheiß Stinkekacke. Ja, genau. Fuck. Da hat's die zerlegt. Ja, ich bin von hinten und von vorne quasi. Sandwich? Ja. War nicht schön. Achso, wir müssen ja zu B. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Immer. Gut, das war vielleicht deplatziert. Ein höher, nein. Was? Wo ist der? Oben. Ich bin tot. Da ist ein Pinker, da ist ein Pinker. Nein! Oh, der Pink ist unten, der Pink ist unten. Okay. Der kommt jetzt die Treppe hoch. Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Ich hätte es geschafft, hätte ich in der Sekunde früher da gewesen. Oh Gott, scheiße! Renn! Da ist einer! Ja, ich bin schon weg. Oh shit. Naja, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott. Krieg ich dich nicht? Nein. Shit. LOL. Das war gut. Hm? Ich habe ein Jump-Pad genutzt und habe mich dann an eine Leine gehangen, die in der Nähe war. Geil. Oh Gott, hier ist ein Loch. Warte, aber wie kannst... Bist du respawn oder hab ich... Nee, ich war nicht tot. Oh. Naja, immerhin. Ich konnte dir... wo bin ich schon? Guten Tag. Enemy detected! Ach du Scheiße. Du bist mir in meinen Schuss gerannt. Bin ich das? Oh, Entschuldigung. Ja, alles klar. Zum Glück macht das dir keinen Schaden, sonst wärst du jetzt wahrscheinlich tot. So nehme ich meinen Raketenwerfer. Ich bin jetzt eh gleich tot. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Dieser scheiß Flammenwerfer-Typ. Stirb doch, Mann! Was ist denn mit dir? Na! Boah, ich könnte ihm gerade seinen Flammenwerfer einmal quer durch den Mastdarm. Aber sonst geht's. Das ist dann schon wieder so ein bisschen over, to be honest. Zum Runterkommen gleich ein bisschen Doom spielen. Ja, genau. Cash-out C, also. Ah, ja. Mhm. Oh, je. Achso. Das schon. Oh mein Gott, oh fuck! Ciao! Bist du schon wieder runtergesprungen? Nein. Ich hab Fallsucht. Ah, nee. Eins höher noch. Oh, das ist aber lieb. Aber... schon wieder? Anne ist, jetzt ganz alleine. Ja, ich warte mal von wo ist er denn? So, pass auf. Trickshot und dann dranhängen. Boah, geil. Oder? Mega gut. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Da. Hier. Der ist also ein bisschen enttäuschend gerade. Ja, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass man hier so richtig hochgeschossen wird. LOL. LOL, ich bin gut. LOL. Nein. Doch. Boah, dieser Furz hier. Da ist aber einer. Oh, ich hab gefurzt.
gefurzt. Ich wurde gefurzt, ja. Hä? Ich wurde gefurzt. Ich bin gefurzt. Ich bin tot. Nicht auf dem Cash so kurz davor. Ja, egal, ich hol dich wieder. Der ist fast tot, der ist fast tot. Hol dich wieder. Nee, der ist tot. Ah, okay. So, jetzt verteidigen. Thank you. Oh fuck, dieser Flammenwerfer-Peter! Oh nein! Der Flammenwerfer-Peter? Ja, Peter. Kriegen wir den schaffen noch? Die nicht mehr. Ja. Wir haben was geschafft! Haben wir den? Ja, ja, haben wir geschafft. Ich hab den angenommen, der möchte drauf gestorben. Geil. Ich habe einfach weiter eingenommen, während ich angeschossen wurde. Auf gut Glück. Anscheinend war das klug. K-L-U-K. Ja. Also theoretisch könnte jemand heilen, während der andere einnimmt, weil dann musst du erst den Heiler platt machen. Oh, verdammt. Was hast du gemacht? Ich dachte, hier war schon jemand drin. Ich. Nein, nein, an dir ist die Granate abgeprallt, weil du einfach eine Wand bist. Ach so, schön. Ja. Das ist einfach ein richtiges Tier. Oh Gott. Nein, nachladen. Danke. Dieser Flammenwerfer-Typ, ich passe den. Ich kann nicht nachladen, warum nicht? Ich kann nicht schießen, warum kann ich nicht schießen? Oh, das, der ist ein bisschen Overkill. Ja, dieses Matchmaking, also was mit Flammenwerfer, finde ich auch ein bisschen Overkill, to be honest. Also der sollte irgendwie so, keine Ahnung, wie so eine Munition haben. Hat er. Hat er? Hat er. Echt? Ja, man muss nachladen, ja. Fühlt nicht. Egal. Wir sind gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt schon wieder hinter uns? Erstmal komplett geflippt. Was war los, Mobbern hier? Oh, was? Wo ist der andere? Retros just jump started a cash out. Ist noch ein Pinker oder ist der schon tot? Oh, ich bin runtergefallen. Oh Gott, oh Gott. Schon wieder dieser Typ, das gibt's doch nicht. Mann, oh ey, was ist das denn? Ach, kacke. Was ist denn falsch mit denen? Achso. Ich möchte Dinge sagen. LOL, warte. What the fuck ist da gerade passiert? Der Tresor gehört immer noch uns? Ja, weil die den noch nicht eingenommen haben. Denn hier für den Scheiß? Also alles noch nicht, nichts Gutes. Wir haben den immer noch? Ja. Oh. Ich werde nicht mehr. Bang. Oh. Oh Gott. Ja, natürlich. Flammenwerfer-Wichskopf. Oh, stirb, fuck, du Arsch. Ja, mein Gott, ey. Nein, 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 nein. Fuck, hinter dir. Ja, ja, vor mir auch. Wir schaffen das aber nicht mehr. Wir haben gewonnen. Hinter mir, vor mir, überall. Yes. Alles. Ihr seid so, Alter, geil. Immerhin habe ich diesen blöden Flammenwerfer-Typ einmal niedergemäht, ey. Ihr seid die schönste Ente auf dem See. Geil. Winner, winner, chicken dinner. Nein, die Ente wird nicht gegessen. Geil, ey. Boah, gut. Aber auch nur 120 VRs. Ja, ich bin da nicht durchgestiegen, wie das läuft. Was bedeutet denn Ziele? Meistens hast du im Leben Ziele. Zum Beispiel einen guten Job, ein Haus oder Kinder. Okay, verstehe. Nee, ich glaube, ich weiß, was...
was das für Ziele sind, die die hier ansprechen. Ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht. Mhm. Ich guck mal gerade noch. Jetzt guck mal wegen deiner Ausrüstung. Ja, mach ich. Hab ich. Ich muss ganz ehrlich meinen Skin wechseln. Oh, guck mal! Ja, hab das auch. Ja, genau, die meinte ich. Nice. Dann will ich aber nicht denselben Skin haben. Wieso nicht? Ich kauf mir was. Ich hab's ja. Ach, man kann die Talisman hier noch auswählen. Mhm. Geil, welchen will ich denn? Oh, der Panda ist schon süß. Wobei, den Kill-Counter finde ich auch süß. Kostet 1600. Ich wollte mir noch so ein Emote holen. Kein Ding. Und Sticker nicht vergessen. Ja, einen Sticker habe ich auch drauf. Aber ein Emote. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Nee, habe ich nicht. Ja, wo ist der? Ach, der. Ausrüsten. Ich frage mich, ob der Kill-Counter auch die Kills countet. Ich werde es für dich herausfinden. So, Sticker. Oh mein Gott. Sticker. Oh, warum ist das so süß? Ich habe einen guten Emote. Guck mal, ein Spiegelei. Oder ein Ei oder was ist das? Das ist das, wie heißt das? Tamagotchi. Okay, ich habe jetzt ein richtig gutes Intro. Nice. Ja, komm, genug. Ich brauche das Geld nicht. Es gibt übrigens einen Hasenkopf, ne? Nein, ich habe... aufsetzen kann. Oh ne, oh, zum Glück. Oh, Gott sei Dank. Was gibt's? Ein Hasenkopf, den man sich aufsetzen kann. Mhm. Habe ich gesehen. Nice. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Panda an der Waffe. Oh. Das ist schon sweet. So cute. So. Warte mal, kann man auf die Splitter... Natürlich kann man auf die Splittergranaten einen Skin packen. Mhm. Natürlich, du kannst auf alles Skin packen. Auch einen Talisman dran machen. Ja, let's go. Aber das ist ein kleiner. Wenn dieser Chip bleibt. Und ein Sticker. Ja, machen wir auch einen süßen Panda drauf. Sollen wissen, wovon sie sterben. Den Heilungsstrahl kann man also auch. Aha. Kann man auch einen Talisman drin machen? Oh, jawohl. Ich mag tatsächlich den Heilungsstrahl ganz gerne. Auch wenn ich noch nicht so ganz drin bin, ihn einzusetzen im richtigen Moment. Aber meistens, wenn zum Beispiel Anne durch die Wand prischt, dann halte ich da erstmal mit dem Heilungsstrahl drauf, weil ich weiß, danach kommt nichts Gutes. Hey. Nein, also im positiven Sinne für den Gegner, aber du wirst dann halt auch angeschossen. Ja, das stimmt. So. Ich habe manchmal halt einfach Kinder, durch die Tür zu gehen. Zu Recht. Ich meine, ganz ehrlich, sind wir mal also unter uns gesprochen. Türen sind eigentlich für Luschen. Ja. Wände sind das Wahre. Du sagst Bescheid, wenn du fertig bist? Achso, ja. Ich bin so kurz vor Level 6. Ich noch nicht. Ach, du heißt noch Street Wheel. Ja, ich heiße immer noch Street Wheel. Ich habe mich jetzt umbenannt. Boah, eigentlich voll schade, dass die Beta morgen endet. Mhm. Aber schon. Macht Bock auf mehr. Ich denke mal, das Hauptspiel wird wahrscheinlich auch wieder kostenlos sein und dann... Ja, genau. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn das, keine Ahnung, 20 Euro kosten würde oder so. Das würde nämlich eine gewisse Gruppe von Menschen davon abhalten, es zu spielen. Ah, weiß ich nicht. Meinst du nicht? Hm, vermutlich nicht. Das hat bei GTA Online am Anfang auch funktioniert, dann gab es kostenlos. Ja. Boah, ist das warm. Wir sollten die Tür aufmachen von dem Raum. Dankeschön. Ein bisschen Luft reinlassen, beziehungsweise die Wärme in die Bude. Oh nein, es ist ein stürmischer Tag. Habt ihr alle euer Regencape dabei? Ja, ich hab meinen Hut an. Das gute, schusssichere Regencape. Alter, kommt hier gerade kalte Luft rein.
biss gerade an meinem Bein, weil ich kurze Hose an habe. Oh ja, jetzt merkst du auch. Und das Positive ist, der Stream hat jetzt wieder eine Tür im Hintergrund. Yay. Stimmt. Die Leute wären sonst verwirrt gewesen. Heute sind hier Kinder mit so einem Laternenumzug gemacht. Oh, Martini. Kennt ihr das? Ja, genau. Oder Martins. St. Martin. Ja, genau. Wir sind hier so direkt bei uns drei vorbeigelaufen. Und dann, ich habe es ganz knapp verpasst, zu filmen, wie ein Kind so richtig traurig seine Laterne verliert. Oh, es läuft so. Es läuft. Und dann fällt diese Laterne von diesem Licht einfach ab. Oh nein. Es guckt so diese Laterne an. Und der Vater bemerkt das erst so nicht. Das war viel zu lustig. Ich wollte gerade sagen, du lachst ein bisschen zu sehr dafür, dass es traurig ist. Nee, ich hab's fast auf Video gehabt. Oh no. Here we go. The Kingfish. The Socialites. And finally, the Boundless. Boundless. Let's go, everybody. Du brauchst auch noch so ein Tischchen, Hase. Ja. Du hast nichts am Hintern baumeln. Das stimmt. Aber das ist, weil ich mein Ass zeigen will. Ja, aber kann dein Ass vor schmerzhaften... Ich glaube, deine Stofftasche schützt auch nicht vor schmerzhaften... Stahlarsch. That's what they call me. Ich liebe alles daran. Oh. Oha. Da, Vorsicht, vor dir, Hase. Shit. Oh, what? Oh Gott. Oh, ich seh nix. Shit. Scheiße! Okay. Nice. Mein letzter Schuss. Wer macht denn hier wieder Pupu? Anna, macht wieder Pupu. Wir haben drei. Ich würde den jetzt runterfallen. Komm her! Nice, tot. Wir laufen mal der Anne hinterher. Ich glaube, die ist gut. Mhm. Ich weiß, was sie tut. Die ist auf jeden Fall fitter als wir, wenn ich so sehe, wie sie wegrennt und wir so... Ich mach mal uns ein Jump-Pad. Oh, das reicht nicht. Ihr müsst auch nicht bis ganz nach oben. Hä? Oh, nein! Vorsicht, der kommt rein! Shit. Ja. Ja, das war nichts. Das war nichts. Alter, wie viele Blendgranaten? Granaten. Granaten. Du musst noch 5 Sekunden überleben, dann können wir es. Also kann ich respawnen. Ich bin wieder da. Alter, 2. Bin auch wieder da. Ich garantiere für nichts. Wir sind da. Okay. Sind wir? Also, wir müssen sind ja erst zu. Alter, diese Blendgranaten, ne? Oh Gott, 2. Wie bin ich auf einmal raus? Hase, dein Haufen brennt. Ja, ich sehe es. Ich werde wahrscheinlich jetzt verbrennen. Oder so. Ich habe irgendwie die Etage verfehlt. Scheiße. Diese Blendgranaten sind richtig mies. Vorsicht hinter dir. Fuck. Egal. Wir waren gut. 15 Sekunden. Ja. Mhm. Außerdem, wir haben gerade eben gewonnen und gestern auch. Also. Ist halt blöd, wenn zwei Teams dann auf einmal auf zwei Leute noch was gehen. Ja. Okay. Guten Tag. Hallo. Ah. Anne geht hoch, ne? Ja, geht hoch. Und was Anne macht, ist Gesetz. Wenn sie stirbt, sterben wir auch. Oh, nice. Ich seh nix. Ich hab auch nichts gesehen, ich bin aber irgendwo hingedreht. Fuck. Oh Gott. Vorsicht, der ist. Oh, kommt die Treppe runter. Ja. Nice.
Oh shit, 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 shit. Ja, das war klar. Das war klar. Da konnte ich nicht. Naja. Einbrechen hier. Ich freue mich schon drauf, wenn das Game mal Fahrzeuge hat und du dann einfach ein komplettes Gebäude. Nee, Fahrzeuge finde ich irgendwie auch doof. War jetzt nicht so ernst gemeint. Also, doch, alles, was du sagst, meinst du ernst. Ich dachte, deine Worte wären gesetzt. Alle. Anne? Für sowas wie Spaß gibt es nicht. Ach so, Entschuldigung. Da ist einer. Oh Gott, ich hänge fest. Oh lol. Den hast du zerfickt. Würde ich sagen, ja. Oh Gott, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Warum brennst du? Nice, der ist tot. Sehr gut. Was habe ich gemacht? Ich habe aus Versehen ein Jumppad gelaufen. Aus Versehen der Jumppad auf. In der Panik so. Ich habe, bevor der Gegner das Cash direkt bekommt, habe ich es einfach runtergejietet. Oh, auch gut. Aber dann, das respawnt dann halt irgendwann oben, aber. Ach so. Naja, aber erstmal hast du sie abgefuckt. Ja. Gute Taktik. Finde ich auch. Und es macht Spaß. Und wie wir den Abend früher einfach überlesen. Ja. Nein. Tun wir nicht. Oh, da ist einer. Ach so, unter uns. Nee. Da. Scheiße. Ist er noch da? Ja. Ist er noch da? Ist er noch da? Wo ist er? Der ist unten reingegangen ins Gebäude. Wo geht's denn hier rein? Bei unten. Also von der Seite. Oh Gott. Was? Okay, hier kann man nicht durch. Ich will mal gucken, ob ich mich durch die Decke schmeißen kann, aber ich hab nicht. Oh! Oh nee, Oh, Entschuldigung. Ich versuch mal mein Glück, ne? Ab ihn! Und ich werde gleich getötet. Nice. Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh no. Oh no. Shit. Ich wurde von einem Ramboten verbotet. Wie, ich bin noch hier. Ach, Fülle, du bist da, du bist. Mann, ich hab ihn doch fast gekillt. Ich auch fast. Ah. Gegenseitig. Nice. Flammenwerfer sind aber auch, ne? Sache dir. Ich sehe nur lila und orange hin und her fliegen. Oh, da unten war einer. Mhm, die sind ja schon wieder. Nein, es ist abgebrannt. Ach, verdammt! Hätte mich nicht erschossen, hätte ich es bekommen. Voll. Nein, ja, ich krieg's nicht spät. Mehr. Schade. Ach, ja. Wie betäubt das ja ekelhaft. Oh shit, was war das denn? Oh mein Gott. Schon wieder so ein Flammentyp. Frech. Flammenwerfer, Hammerlicht sind für kleine Kinder nicht. Ja. Ja, ist echt so. Werden wir etwa Letzter? Warum hatten dann die Kinder, die mit der Laterne rumgelaufen sind, Licht? Ist echt so. Kann mir das jemand mal erklären, bitte? Und mit jemand ist Föhl gemeint. Habt ihr im Kindergarten eigentlich auch solche Laternenumzüge gemacht? Ja. Wir auch. Wir haben welche gebastelt. Sogar noch in der Grundschule. Die Laternen. Ja, wir auch. Und am Ende in der Grundschule immer. Ja? Am Ende gab es immer eine fette Martinsbrezel. Eine Martin. Eine Martinsbrezel. Wie kann man denn so. Wie kann man Buchstaben so flüssig einfach vertauschen? Wie geht das? Ich meine. Scheiße. Eine Bratinsmetze, ja, schön. Vor allem, ich habe erstmal Brathähnchen verstanden. Bratinsmetze.
Ja, eine Brat. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Eine Martinsbrezel gab's dann. So. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, da war jemand. So. Wir hatten immer in der Grundschule so ein, jedes Jahr, so ein, nicht Theaterstück, aber schon irgendwie, halt draußen auf dem Schulhof und jede Klasse hat dann halt immer, also die erste Klasse hat immer das und das Spiel gemacht. Alter. Und die zweite hat immer das und dieser das. Dieser Flammenfick, das. Ich könnte, Also der Flamethrower ist ein bisschen Overpower. Weil der macht ja nicht nur einmal Schaden, sondern auch bleibend. Ach, Mist, ey. Ja, der ist echt ein bisschen over. Nee, sowas hatten wir tatsächlich nicht. Bei uns war immer irgendeiner, der dann... Also wir sind dann gewandert und dann gab es da jemanden, der dann den St. Martin gespielt hat und sein Umhang... Martin. Genau, seinen Umhang dann geteilt hat und dann ist er mit einem Pferd neben uns hergeritten und so und dann, ja. Einfach Snape. Snape würde seinen Umhang nicht teilen. Nur mit Harry. Harry? Nur mit Harry Styles. Ja, wer wird dann nicht seinen Umhang teilen? Sein Vorhang teilt man dann auf. Oh Gott! Falsche Richtung, tschüss! Ich bleib mal hier. Vielleicht kann ich dich dann wiederbeleben. Da bist du schon. Wer hätte es denken können, dass die Pets eine Richtung haben? Ja, nun. Wer hätte es denken können, dass das, was sie anzeigen, auch die Richtung ist? Wo seid ihr denn? Oben, also erste Etage, zweite Etage. Ich sehe gerade die Treppe hoch. Nein! Ich klatsche mir selber zu. Hallo, ihre Treppe ist kaputt. Was? Ich komme nicht mehr raus, halt wirklich nicht. Ah, hallo. Oh Gott, hallo. Ich brenne. Kommt einfach so ein Viech von unter den Trümmern raus. Ja. Ich nehme mal die heile Treppe. Ja, was ist das? Da ist einer. I came to you! To you! Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Sehr gut. Oh, der ist tot. Ah, den hast du tot gemacht. Ah! Fuck! Oh Gott. Das ist nicht gut. Oh Gott. Oh nein, ich bin tot. Fast tot. Ja, ich bin's. Nicht so wie ein Counter-Strike. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nice. GG. Nice. Ich finde uns so gut, ne? Alter, der ist unsichtbar. Was ein Flachpfeifenreiniger. Alter. Ach Mann. Das war jetzt aus Rache, ne? Ja, und bei euch so. Ja. Esse Chips. Geil. Nice. Soll ich euch mal was Krasses verraten? Ja. Was denn? Morgen ist Montag. Ja. Und morgen startet eine neue Woche. Ja. Und in dieser Woche sehen wir uns. Yay. Schon Baba. Schon krass, ne? Ja. Kann man mal machen. Wir sind halt dann schon sexy. Wann denn?
Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr. Oh. Oh, 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 das ist Hilfi! Nice, ich hab eins getötet. Ja, alles klar. Junge, wo will er hin? Ich mach euch da morgen um 8 Uhr auf. Alles klar. Geil. Wo ist er? Ich wollte ihn nicht runterspringen. Ich bin rausgefallen. Was? Nein! Was machen wir damit? Einfach nur verteidigen? Zum Cashout nehmen. Wo ist der Cashout? Einer von D zum Beispiel. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Ah, da hinten ist schon wieder so ein Flammenwichsen. Ja, ja, ich seh's. Oh shit, ich wurde von hinten. Das sind aber auch so klein. Keine Ahnung, wo ihr 16 bis 8 Uhr seid, aber okay. Ich glaube, also das 8 bis 16 Uhr Montag bis Freitag war aufs Sexy-Sein bezogen. Hier ist. Hier hat wieder jemand gefurzt, Alter, was ist das denn? Mann, keine Manieren. Die haben alles. Das ist sehr süß, aber. Jetzt sind wir alle tot. Die fressen doch alle Boden oder so vorher, dass sie richtig toxisch sind. Mhm. Ich warte schon auf den ersten Mod, wo der Sound durch so ein Pfff ersetzt wird. Ja, das wäre richtig cool. Führer, wo geht's lang? Bitte? Ach, die schon wieder. Ja, die Toten. Die Toten machen bumm. Ich hab gerade was ganz Falsches gelesen. Ich glaube, das ist, wenn einer stirbt, dass dann quasi man explodiert. Oh nee. Das gefällt mir nicht. Ich dash doch so gerne Leute rein. Oh Gott. Da oben ist einer. Oh Gott. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott, Alter, was zum... Seh nix. Ihr bricht alles zusammen, Alter. Ist halt so. Oh, der kommt hinter der Mauer. Ja, ich muss nachher... Ich glaube, die Toten machen Bumm. Kann das sein, dass du, wenn du tot bist... Du bist tot. Da hat jemand aber eine ganz lange Leitung. Schade, ich dachte, man könnte vielleicht, wenn man dann tot ist, einfach irgendwelche... Ach, verdammt. Granaten werfen oder so. Also wenn... Genau, tötet euch gegenseitig. Schafft er es noch? LOL! Wir haben gewonnen! Ja! Ich verstehe zwar nicht ganz wieso, aber... I don't fucking care. Weil keiner es geschafft hat, den wieder zu erobern. Ach krass. Weil die sich alle gegenseitig abgeschossen haben. Oh, nice. Komisch. Alter, 16 Eliminierungen, Alter, was geht? Du bist gut! Nee, planlos. Ach so. Die Anne. Ich nicht. Ach so! Ja, wenn das so ist... Als ob ich 16 Leute eliminiere. Entschuldigung. Ich bin froh über meine 5. Ja, das Problem ist, bei Anna ist das so, ja, sie ist halt krass. Ausnahme. Ich habe eine lockere Jeans, wow. Bestimmt schusssicher. Ich habe einen Hut Eimerhut mit Bandana über meinen Augen, dass ich nicht sehe, cool. Nice. Ich glaube, voll rüstest das aus. Joins ins Spiel und dann wird es einfach schwarz. Bandana um. Traue ich denen zu. Das wäre am 1. April mega geil, wenn die so sowas irgendwie im Shop kostenlos haben.
Dann denkt man sich so, geil, dann rüstet man das so aus. Dann sieht man aber nichts. Ja. Auch geil. Oder dann so eine, keine Ahnung, so eine lila Sonnenbrille und dann ist dein ganzes Bild lila. Mhm. Das wäre schon nice. Gesundheit. Boah, da hat's mich zerrissen. Boah, das war gut eigentlich, ne? Also wenn ihr Bock habt. Ja. Ja. Ich hasse Flammenwerfer, Boys. Boys. Oh ja. Oh, warte mal, was passiert, wenn man eine Stinkbombe hat und dann so ein Flammenwerfer-Boy kommt? Das müsste doch übelst abgehen. Ist eigentlich genauso wie diese Gasdinger, oder? Ja, stimmt. Wenn einer mit Flammenwerfer kommt, müsste das ja eigentlich. Also rein physikalisch. Hm? Tut's aber nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, diese Kanister, die es da gibt. Mit dem Gas, ich glaube, die machen das schon. Ich weiß noch nicht, wie der mit der Stinkbombe ausschaut. Wobei, haben wir das nicht in dem Übungsding probiert? Was denn? Wie sich das auswirkt. Mein Gott. Wie sich das auswirkt, wenn das toxische Gas quasi mit Explosion in Verbindung kommt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müsste man ausprobieren. Ich gehe mal noch mal einmal kurz wohin. Na okay. Klar. Sofort. Also rein physikalisch müsste das passen, aber. Oh, jo. Oh. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Muss ich gleich mal noch dran. Also eine Runde können wir noch machen. Mhm. Aber dann müsste ich tatsächlich leider den Stream beenden. Okay. Warum bekommst du denn E-Mails? Ja, schlimm, ne? Hallo. Was für eine E-Mail? Ich habe eine E-Mail zu meiner Arbeit bekommen und da müsste ich gleich mal dringend bei gucken. Okay. Von daher, wir können eine Runde noch spielen und dann würde ich mich mal ausklinken. Ja. So. Schade, dass wir das erst so spät ja. gesehen haben. Same. Jetzt nur noch ein Vierspieler-Modi und dann let's go. Oh ja. Also ja klar, dann müssen sie beim Balancing halt gucken, aber ich glaube, das ist nicht unmöglich. Glaube ich auch nicht.
gibt halt auch diesen anderen Modi, da spielst du halt nicht drei Teams, sondern vier Teams. Wenn die es auch wohl hinbekommen, dass man mit drei Teams mit vier Leuten spielt. Das stimmt. Och, Balance-Schmelz. Aber tatsächlich dadurch, dass du halt die Gebäude zerstören kannst, hast du halt nicht dieses, okay, wir kundschaften aus, welche Ecke man am besten nimmt, um... Ja, stimmt. Also du kannst eine Strategie haben, aber im Zweifelsfall kommt Flammenwerfer-Man und ciao. Ja. Ja. Und du könntest theoretisch auch, wenn der Tresor oben ist, kannst du dann einfach runterbomben, quasi. Ja. Stimmt. Big Sausage has disconnected, what? Here we go! The live wires! The Overdogs! Oh. Finally, die Overdogs waren bei euch auch nicht da? Nee, da war kein Team da. Okay. Es kann sein, dass wir jetzt nur... Ich hab ganz kurz weggeguckt. Ach doch, da sind schon zwei nachgetan. Ja. It's a mad sprint to the finish. First team to bank our total target gets the glory. Scotty, these rules are simple. Ui. Things usually get complicated in the arena. Karma has joined. Oh. Schau, das bei euch auch gerade. Habe ich gerade nicht drauf geachtet, tatsächlich. Oh Gott. Die Fresse. War einer auf dem Dach. Oh Gott. Da hat jemand gepupst. Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin richtig guter Spieler. Oh Gott. Nein, ich werde hier gleich eliminiert. Wo seid ihr? Nice. Wo seid ihr denn? Hä? Wo muss ich laden? Fuck. Ich bin gerade voll out of order hier. Oh. The live wires are outnumbered, but their last member has a chance to impress our sponsors here. Ernsthaft? Nein, nicht in den Stuhl. Von beiden Seiten. Oh Gott. Ah. Shit. Da ist ein Loch. Oh Gott. Ich muss noch 9 Sekunden überleben. 3, 2, 1. Jo, nice. Wie gut. Kommen zu euch. Ach, da ist der. Oh, Vorsicht, da ist einer. Oh, der ist da hoch. Mashallah. Nein! Oh Gott. Oh! Ach, hinter mir. Alive and alert. Ja, well. Live wires have started our first cash out. Wo seid ihr denn? Tot. Tot in einer Ecke. Thank you very much. No problem. Auf dem Dach ist einer. Nein, da ist Pups. Ja, ich sehe, da ist Pups.
Rosa? Oh, hier ist einer runtergefallen. Nice, Alter. Nein, oh Gott, Feuer, 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 Feuer. Ja. Naja, gut, ganz viele nicht, aber es sind einige. The Retros pull ahead. One of our teams is about to retrogress as the Retro steal a couple. Wie komme ich denn hoch? Spring. Nein! Nein! Ah. Fuck! Ach, Manno! Ach, Schitte! Naja. The Overdogs are playing for keeps. They've snagged the match's first catch. Solange immer einer von uns irgendwo, dann passt das. Achso, ich kann nicht. Ich sehe nie, dass ich respawnen kann. Fuck. The live wires are electrifying the match. Opening Vault 2. Guten Tag. Guten Tag. Aua. Oh Gott. Aua. Nice. Oh. Shit. Unten, unten, unten. Ich sterb'se. Okay. Hinter dir kommt der hinterher geslidet. Zwei. Ja, das war klar. Ja. Ja, ja, gut. Guten Tag. Guten Tag. Fick dich! Entschuldigung. So. Wo ist denn der? Ach so. Wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen und Anne ist gestorben. Oh no. Gestorben, ja. Richtiger Lost Moment. Where is she? Über dir. An der offenen Treppe. Ich kann mich selbst wiederbeleben. Falls. Also. Die Zeit muss sein. Wo seid ihr? Oh Gott, ja, voll. Nice. So. Mein Gott. Oh Gott. Ich bin gleich auf jeden Fall ab. kannst du heilen, Arthur? Was kann ich? Ah, nee, alles gut. Ich heile gerade. Oh Gott. Schon, der snackt sich einer. Ja. Ich bin bad. Ah, okay. Schau, die Schokolade. Naja, hätte ja klappen können.
Man kann ja nicht immer siegen, nicht wahr? Wie? We are halfway through now. The anticipation is driving me crazy. The live wires are back and ready to avenge that team wipe. Ich glaube, da liefen welche. Nun. Oh shit, Mann. Das Problem ist, dass du gefühlt eine ganze Munitionsladung in einen reinschmeißt. Mhm. Dankeschön. Oh Gott. Nicht den Tresor anschießen, der tut ja nichts. Oh Gott. Are you sure? Also, sorry. Alles oh gut. Ah, Gott. Ich wollte dich retten, aber dann waren da drei. Und dann hat der eine mich runtergeschmissen. Ja, alles gut. Das ist halt auch doof, ne? Wenn du Sachen zerstören kannst, dann kann einer dir quasi den Boden oder die Füße wegreißen. Mhm. Jo. Buchstäblich. Die sind sich noch nicht ganz einig. Alter. Hä, ja, was für Hype. Ach lol, geh hin. Hype. Hier am Verteidigen. Hier sammeln. Gefahr. Was? Wenn du Mausrad reindrückst und dann hast du so ein Rad. Ach so, da kannst du sagen, wo was passieren soll. Ja, du kannst auch einfach einmal drücken, dann pingst du so. Und wenn du Doppelklick machst, pingst du den Gegner. Aber das Rad kannte ich auch noch nicht. Das Rad. The live wires are back. Das sind die Retros, by the way. Ja, aber der hat bei mir gerade gesagt, the live wires are back. Mhm. Oh Gott. Hinter uns. The Overdogs just jump-started a cash out. Oh, hinter dir. Oh shit, oh shit. Oh Gott. Hä? Bitte. Ja, komm schon. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oder eher gesagt, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, da. The Overdogs are close to being wiped. Just one contestant still fighting out there. Gott. Hä? Ah. Na toll. Oh ja. Guck mal so. Wo ist denn hier eine Treppe? Hier vorne ist eine. Hinter uns. Oh wow. Aua, aua. Die sind ja überall. Ja. Aua. Oh Gott, shit. Ja. Nun. Da hinten. Nein, hinter uns. Oh ja, ja, ich habe einen eliminiert. Eliminiert. Geil. Scheiße, ne, haben die gewonnen. Schade. Naja. Aber anscheinend ist der Kill-Counter an der Waffe wirklich am Kill-Counten. Echt? Mhm. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ist das deine goldene Ding? Oder welches? Yes. Das, was du an die Waffe hängen kannst. Mhm. Nice. Ist das das, was in diesem einen Pack war? Ja, ne? Nice. Oder? Nice. Krass.
geil. Alter, was hast du da? Was ist das für eine Waffe? Weiß ich nicht. Eine mit dem Geweih drauf. Und das sieht aus wie eine Sniper. Und jetzt so ein Stand. Ich liebe die Physik hier. Na gut, ich würde es mal kurz und knackig machen. Jo. Mhm. Zurück zum Desktop. Vielen Dank für diese galante Runde. Es hat mal wieder sehr Spaß gemacht. Ja, in der Tat. Hat halt. Und ich hoffe, wir kommen noch dazu zu zocken. Bestimmt. Aber das hoffe ich auch. Ja, first things first. Ich muss da noch so ein paar Sachen nachkorrigieren. Ja. Die mir gerade mitgeteilt wurden, die ich komplett übersehen habe. Ich hasse alles. Egal. dann, man hört und stört sich, ne? Mhm. Yes. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Ja, deswegen, ich mach's kurz. Wir sehen uns im nächsten Stream. Mal gucken, wann das sein wird. Mhm. Küsschen gehen raus und so. Ganz viel Liebe und drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt noch ganz schnell gefixt kriege. Ja. Macht's gut und tschüss. Bis dann. So. Knowing it is plain to see, your love is not.